Ja, meine lieben Leute, dann begrüße ich euch auf jeden Fall jetzt hier zum Monatsausklang im November, 28. schreiben wir. Und ja, wir haben heute wieder mal Special Guests bei unserem Live-Event, JFD Live-Event. Jeden Monat findet ja hier sozusagen mal die Beschau verschiedener Trader-Cores oder auch Ausbilder-Coaches oder Algorithmenentwickler oder was auch immer statt. Und heute freue ich mich auf jeden Fall hier, einen Partner von uns mit als Team begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das hier IB Markets. Dazu dann gleich mal ein Stück weit mehr. Werden wir heute Morgen praktisch zusammen und auch nicht allein oder zu zweit, sondern hier zu dritt und am Nachmittag sogar zu viert hier ein Stück weit die Märkte mal covern und uns mal anschauen, wie eben hier das Team rund um IB Markets die Märkte analysiert und vorgeht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil auch ein Stück weit anders. Interessant auch hierbei zu erwähnen, dass die Jungs sozusagen auch den Stereo-Trader nutzen in ja, eigener Anwendung und in eigener Programmierung und dergleichen. Da können wir heute auf jeden Fall noch ein Stück weit was mitnehmen, denn da steht, wie gesagt, mit Michael hier richtig was an Erfahrung am Start. Und da freue ich mich auf jeden Fall und frage gleich mal in die Runde, ob ihr auch zu hören seid. Phil, Michael, sagst du mal kurz Hallo in die Runde? Guten Hi. Morgen. Guten Morgen, Christian. Ich begrüße dich. Also, wir Jawohl, können dich wunderbar. da und heute hören. Ich hoffe, uns auch. Genau, da warten wir kurz auf das Feedback. Ich denke aber auch, wenn ich euch wunderbar hören kann, dann ist es gut. Ihr seid ausgeschlafen, Männers, bereit für the battle today sozusagen? Wir sind ausgeschlafen. Ausgeschlafen ist immer so eine Sache. Aber grundsätzlich sind wir ausgeschlafen, Das weil ist wir das gut. Spiel. Aber ausgeschlafen, wohl bemerkt, Michi, gebe ich dir recht, das ist eine relative Wahrnehmung, ne? Der eine braucht mehr, der andere weniger, aber nichtsdestotrotz, sag mal, wollen wir uns dann gleich mal hier den Märkten zuwenden. Ihr, liebe Leute, wisst genau, wem ihr euch zuwenden solltet, ne, wenn es da handelt. Lasst euch hier nicht über den Tisch ziehen und dergleichen. Bei JFD, der Name ist Programm. Wir sind hier auch transparent und genau das soll es ja auch sein. Und wir sind ja auch im Trader-Sinne so aktiv, dass wir hier immer ein Interesse daran haben, dass ihr auch Erfolg habt. Deswegen auch die Live-Events eben mit unterschiedlichen Charakteren und Vorgehensweisen. Und da der Xetra-Markt jetzt knapp in 12 Minuten eröffnet, würde ich auch den Bildschirm direkt mal rübergeben, um mal zu schauen, wie praktisch hier die Männers und auch speziell natürlich der Michi hier von IB Markets sozusagen die Märkte frühest covert, beziehungsweise wollen wir auch mal so ein Stück weit hören, eben wie so der Werdegang ist vom Morgen bis zum Abend oder wie man sich überhaupt darauf vorbereitet. Das wäre sicherlich ganz interessant zu wissen für den einen oder anderen. Und wer von euch da noch Fragen hat, ihr seid aufgerufen, hier konsequenterweise natürlich im Chat immer wieder Fragen zu stellen, sei es zu gewissen Setups oder auch aktuellen Trades, die ihr selber habt oder gewissen Fragen, die jetzt aufkommen, wenn wir das ein oder andere Thema denn hier am Morgen behandeln. Also insofern keine Zurückhaltung. Ich habe ja im Chat schon einiges stehen. Insofern da auch dranbleiben und die Tastatur nutzen, nicht wahr? Die ist ja da auch dafür da. Okay, dann würde ich mal, Michael, dir den Bildschirm rübergeben. Machen mal. Warte mal, da gibt es jetzt gleich die Information nach dem Motto Bildschirm übergeben. So, jetzt müsstest du gleich mal so eine Auswahl haben, beziehungsweise deinen Bildschirm auswählen können. Und dann müsste es auch schon gleich losgehen. So, sieht man meinen Bildschirm? Noch Soweit. nicht, aber müsste gleich losgehen. Warten wir mal ein Sekündchen. Also übertragen da oben, ja. Okay. Machen wir andere. Okay. Gibt es auch gar nicht. Und Hauptbildschirm, Mitarbeiter. Wo muss ich denn drauf drücken? Drücken wir mal hier drauf, auch nicht. Oh, also mein Bildschirm übertragen. Sekunde. Da haben wir es gefunden. Das ist ein Da ist er. Pop-up-Aufgang. Financial Software. Jawohl. VIP-Service steht da. Genau. Exakt. So, fangen wir erstmal an. Nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Mick. Ich bin hauptberuflich Trader und Softwareentwickler. In meiner Freizeit bzw. nebenbei, sage ich mal, entwickle ich automatische Handelssoftware bzw. bilde Trader aus. Heute ist einfach mal so ein Einblick, um mal zu sehen, wie wir arbeiten, was wir tun, welche Softwareprodukte wir nutzen und wie man, sage ich mal, professionelle Softwareprodukte sinnvoll einsetzen kann. Wie sieht denn so ein Trader-Tag aus? Das ist eine gute Frage, ne? Das fragen sich sehr viele. Ganz normal, wie ein richtiger Arbeitstag. Man muss, sage ich mal, schon morgens aufstehen, sage ich mal, und bereit sein, sage ich mal, 24 Stunden mindestens zu arbeiten. Mindestens. In der Regel beginnt der Arbeitstag eines Traders, sage ich mal, Sonntagabend 23 Uhr und endet Freitag 23 Uhr.
Da, wo der Markt aufmacht, da, wo der Markt beendet wird. Die meisten, sage ich mal, glauben einfach mal einen Trade machen zu können oder mehrere Trades, die, sage ich mal, laufen zu lassen und, sage ich mal, nie wieder zu beobachten. Da irgendwann mal drauf zu gucken, wie Costellani gesagt hat, lange schlafen und damit Geld zu verdienen. Und das wird sehr wahrscheinlich, sage ich mal, irgendwie funktionieren, aber ich glaube, das geht relativ viel Zeit ins Land und das ist, sage ich mal, für die meisten, sage ich mal, uninteressant. Deswegen habe ich mich damals, sage ich mal, für den Teil des Tradings entschieden. Trading bedeutet schnell kaufen, schnell verkaufen. Es kommt darauf an, wie man, sage ich mal, diesen Handel startet. Ob man jetzt, sage ich mal, also sehr kurzfristig orientiert ist, mittelfristig, langfristig. Kann eine unterschiedliche Interpretation sein, was kurzfristig, langfristig, mittelfristig ist. Kommen wir gleich alles drauf zu, wenn wir auf den Bildschirm gehen, wo der Chart übertragen wird. Das Erste, was man, sage ich mal, wenn wir mal einen Crashkurs machen von einem Handelstag, man sollte also sich immer erstmal vorbereiten, welche Nachrichten, sage ich mal, an dem Tag anstehen. Dafür würde ich, sage ich mal, einen kostenlosen Browser aufmachen. Das wird angeboten zum Beispiel von der Firma Investing. Wie gesagt, ist kein Affiliate-Programm oder irgend sowas, kann ganz jeder normal nutzen. Kostenlos und da sieht man, sage ich mal, die wichtigsten Nachrichten, die am Tag anstehen. Das, was von mir bevorzugt gehandelt wird, ist normalerweise der Forex-Markt. In der Vergangenheit auch sehr gerne den DAX. Das werden wir auch heute tun, weil das, sage ich mal, ein Premium-Produkt ist, was der Deutsche sehr gerne handelt. Der DAX ist sehr schön zu handeln, hat eine saubere Punktestruktur, so dass wir da gleich etwas tun können. Schauen wir mal gerade auf die Nachrichten, was heute ansteht. Also, aktuell haben wir momentan 8:53 Uhr, 9 Uhr. Macht gleich, sage ich mal, der Kassamarkt auf. Das heißt, es stehen Nachrichten an für GBP, Euro, GBP, Euro. Das ist erstmal das Erste, was gleich auftaucht. Diverse andere Nachrichten stehen heute noch an, die relativ wichtig sind. Sage ich mal, wie so ein Kalender gelesen wird, ich denke mir, das sollte, sag ich mal, jeder irgendwie relativ einfach verstehen. Zwei Bullenköpfe bedeutet mittleres Risiko, diese Nachricht. Drei Bullenköpfe, starkes Risiko. Sollte man große Aufmerksamkeit auf diese Uhrzeit lenken. Ne? 15:45 Uhr. Gehen wir auf den Teil der Handelsoberfläche. So, klappen wir das mal hier oben ein. Zack. Mick, mein Wir sehen Guter, jetzt, ja. sag mal, handelst du direkt auch News? Wie ist denn das da so eigentlich von deinem Feeling her? Heißt Ja. das, also bist du direkt sozusagen als News-Trader zu klassifizieren oder bist du einer, der sich da zurückhält, wenn es da ein bisschen scheppert zu den Nachrichten? Nee, also sage ich mal so, die Bewegungen in Charts sind, sage ich mal, für mich beziehungsweise die Leute, die mit mir handeln oder sage ich mal ausgebildet worden sind, etwas anderes im Auge als die Bewegung, die jemand an ein anderer Mensch sieht, sage ich mal. Man kann einfach nicht jede Bewegung handeln. Das heißt, es muss ein bisschen Volumen im Markt drin sein, damit das Spaß macht. Ne? Wir haben Finanzierungskosten, die müssen alle überbrückt werden. Und wenn, sage ich mal, eine recht schmale Volatilität entsteht, dann wird sich der Markt, sage ich mal, nicht ausreichend bewegen, um den Kostenfaktor zu überbrücken. Da gebe ich dir recht, da bin ich bei dir. Übrigens, der Rolf fragt, ich weiß nicht, Lürsen Werft, er hat es gerade gesehen an deinem Bild. Was hast du mit der zu schaffen am Anfang? Hat zwar jetzt nichts direkt mit dem Trading zu tun, aber du hast uns deinen Opening-Bildschirm gezeigt. Achso, Bist du ein kleiner Schiffsbauer oder was geht da vor sich? ja, sag ich mal, Lürsen ist ein Werft, ist ein Yachthersteller, der Privatjachten herstellt. Ist einfach ein schönes Hintergrundbild, sagen wir mal so. Und eine Motivation wahrscheinlich auch, ne? Neben dem, Und was der. eine Motivation, genau, richtig, exakt. Sehr gut, sehr gut. Okay, nee, wunderbar. Aber ist natürlich richtig. Mit News, da gebe ich dir recht. Also ich meine, manche Trader ziehen sich ja zurück oder vor Zeiten der News, ne? Aber ich sag mal, eine News treibt ja, wie du schon sagst, auch den Markt, den Preis, die Volatilität. Da kommt ja Bewegung rein. Wie auch der Dirk, der ist ja mit dem SEO-Trader da, sag ich mal, auf das News-Trading spezialisiert, weil da eben auch wirklich was abgeht, im Grunde genommen. Exakt.
Schauen wir gerade noch mal auf den Chart, dass wir zwischendurch, also sag ich mal, den Markt beobachten und sag ich mal, gleich sinnvolle Entscheidungen treffen, etwas zu tun. Wir haben jetzt 8:56 Uhr in 4 Minuten. Wie gesagt, macht der Kassamarkt auf, sollte ein bisschen mehr Bewegung reinkommen. Ne? Hast du eine Präferenz beim Euro-Dollar jetzt gerade oder beim DAX speziell? Oder hast du da irgendwie jetzt schon mal eine Meinung im Vorfeld, wohin die Reise heute gehen können? Oder lässt du dich dann, sag ich mal, vom Markt treiben? Oder wie so deine Intention da? Nee. Also sage ich mal, wir sind keine Glücksspieler. Das heißt, das, was wir machen, machen wir, sage ich mal, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Wir sehen, dass wir hier den Stereo Trader verwenden. Der Stereo Trader basiert eben auf der Plattform des MetaTraders. Und ich muss ehrlich sagen, also wie gesagt, der Dirk Hilger hat, sage ich mal, mit diesem Produkt ein exklusives Produkt geschaffen. Der Stereo Trader bietet so viele Vorteile, was ich, sage ich mal, Normalsterblicher eigentlich gar nicht vorstellen kann. Diese Funktionen, die da drin eingebaut sind, unterstützen den Trader enorm. Wir gehen gleich mal auf ein paar Funktionen ein, damit man mal versteht, was das für eine Erweiterung ist und warum das, sage ich mal, einem Trader hilft. Dieser Stereo Trader, der ist in der Entwicklung, sage ich mal, mit meiner Person entstanden. Es sind, sage ich mal, viele Module, Bausteine dort eingeflossen, die wir, sage ich mal, jetzt verwenden können mit dem Stereo Außerordentliches Trader. Tool an der Stelle, muss man auch sagen, den könnt ihr auch bei uns im Demo gibt es den ja kostenfrei zum Testen for long time, solange man will. Für einen Live-Account muss man dann praktisch eine Lizenz, sage ich mal, aber es ist natürlich auch ein geistiger Wert und ein Entwicklungswert, den das Gerät hat und völlig normal, dass Qualität auch ihren Preis hat. Da könnt ihr auch bei uns mal auf der Seite gucken, liebe Leute, das kann ich euch auch mal zeigen, den Stereo Trader sozusagen mal unter Beschau nehmen. Ne? Aber du nutzt den Stereo Trader ja auch als sage ich mal, Algo, also praktisch als vollautomatisches Handelssystem, richtig? Exakt, exakt. Wow. Das ist, sage ich mal, für den professionellen Teil, das ist das eine, hat der Stereo Trader eine eigene API-Schnittstelle, also eine vereinfachte Programmierumgebung, sodass, sage ich mal, dieses C++, sage ich mal, so vereinfacht wurde, dass eigentlich fast jeder programmieren kann. Der Dirk, muss ich ehrlich sagen, also ist wirklich eine Person, die das Ding brutal durchdacht hat. Also ich möchte behaupten, ich möchte keine Werbung jetzt für den Dirk machen, wie gesagt, aber ich möchte behaupten, das ist definitiv besser als die TWS und alles andere Ninja Trader, was es alles auf dem Markt gibt. Wir sind zwar eingeschränkt, Ja, wir sind zwar momentan. der Dirk hat schon seinen Ja. geistigen Schmalz da verewigt, sozusagen, um es mal ein bisschen lapidar auszudrücken, aber da hat er viel Zeit Richtig. reingesteckt. Ne? Für einen MetaTrader 5 ja übrigens auch in der Pipeline an dieser Stelle. Natürlich, natürlich, natürlich. Also, wie gesagt, er arbeitet, wie gesagt, sehr detailliert. Man kann sich schon darauf verlassen, dass was er programmiert hat, er mit bestem Gewissen getan. Diese Funktionen, die wir damals gemeinsam entwickelt hatten, sind da jetzt alle drin und erleichtern, wie gesagt, das Traden gleich, also um ein Vielfaches. Weil sowas wie eine Limit Trade Order wird man, sage ich mal, also schwerlich in der Software finden. Es sei denn, sage ich mal, irgendjemand anders hat das jetzt mittlerweile kopiert, ne? Weil, wie gesagt, der Stereo Trader ist mittlerweile auch schon relativ weit im Umlauf. Fangen wir erstmal an, sage ich mal, auf den Handel rüber zu gehen, was die Leute sehr wahrscheinlich interessieren wird. Ne? Absolut, Mick. Eine Dame hat sich jetzt schon gemeldet, die Daniela an der Stelle. To the market, was geht ab sozusagen? Und jetzt Xetra hat ja just eröffnet. Mal sehen, der DAX schnippt ja schon gleich nach oben hier. Genau, richtig. Also ganz wichtig ist beim Handeln, man darf erstmal nicht in Euphorie verfallen, auch nicht in Panik etc. Das sieht mir aber jetzt erstmal ein Setup aus. Der holt jetzt erstmal gerade ein bisschen Luft. Läuft bis zu dem Moving Average 20, das ist der blaue Indikator, den wir, sag ich mal, dort sehen. In jedem Timeframe. Ich habe einfach mal 4 Timeframes aufgemacht. 1 Minute, 5 Minuten, 4 Stunden und 15 Minuten. Diese Timeframes haben, sage ich mal, unterschiedliche Bewegungen, unterschiedliche Längen.
Deswegen heißen sie ja Timeframes. Der erste Timeframe, den wir oben sehen, eine Minute, der berührt ja gerade Moving Average 20, das ist der blaue. Ich gehe da mal mit der Maus dran. An diesem Punkt können wir eine Short Order erstmal eröffnen. Entweder drückt man hier oben einfach auf das kleine S oder wir gehen hier rein, drücken die Pfeiltaste nach oben und platzieren hier eine Order. Es platziert hier oben eine Trail Order, die danach zieht. Und jetzt hat er reingekauft, hat sie so günstig wie möglich eingekauft. Diese Order, sage ich mal, ist die erste Order, die gerade platziert wurde. Einfach mal reingeflitscht. Jetzt warten wir erstmal ein bisschen ab. Ist auch über dem Moving Average drüber weggegangen. Also hat eine hohe Dynamik gezeigt. Von unten an den 200er dran. Auch ein Touch and Go normalerweise. Wenn der hier jetzt, sage ich mal, nicht reagiert und wieder nach unten läuft und eine 50% Korrektur hinlegt, dann wird er sehr wahrscheinlich gleich oben drüber springen. Sehe ich aber momentan erstmal nicht. Das sollte normalerweise erstmal der Berührungspunkt sein. Du Hannes, Mick, ganz kurz, da muss ich mal intervenieren, also nachfragen vielmehr. Du guckst also hier auf die Moving Average in erster Linie, oder sehe ich das richtig oder falsch, besser gesagt? Ja, sag ich mal, ich achte schon auf viele andere Dinge auch noch. Nur sage ich mal, das wäre, sage ich mal, zu viel, was die Leute, glaube ich, zu stark verwirren würde. Ich hätte mir gedacht, dass wir heute das Augenmerk einfach mal auf die Moving Average legen. Weil das ist ein, sag ich mal, ein schönes Instrument, sag ich mal, was jeder kennt, weit verbreitet ist. Häufig in eine Richtung interpretiert, aber sag ich mal, diese Richtung ist in der Regel falsch. Wir versuchen, sag ich mal, heute diesen Mythos, sag ich mal, aufzuklären, was den Moving Average betrifft, warum das Kreuzen der Moving Average, sag ich mal, so nicht angewendet werden kann. Na, da gibt es ja viele, die schwören auf den Golden Cross, ne? Mit dem 50er und 200 EMA, aber das ist ja mehr so auf Tagesbasis. Das hat ja weniger was mit dem Intraday-Bereich zu tun. Sag mal so, das ist ob auf Tagesbasis oder Minute, das ist eigentlich eine Mogelpackung, sag ich mal. Der Markt kennt Sag ja ich keine mal, Zweideinheiten. genau richtig. Bei dem einen kommt, sag ich mal, der Schmerz schneller, bei dem anderen der Schmerz später. Okay. Aber einen Stop hast du gar nicht, hast du einen Stop gar nicht drin in der Order jetzt hier? Das ist ja mal, hättest du dich da ab oder wie ist der Plan? Oder ist da, jetzt müssen wir direkt mal auf das Panel rechts schauen, hast du da einen automatischen Stop mit drin gleichzeitig beim Order abfeuern? Sag mal so, ich verwende keinen Stop-Loss. Der Stereo-Trader bietet aber die Möglichkeit, Stop-Loss zu setzen. Wir haben da unten, sag ich mal, hier in diesem rechten Bereich, haben wir so ein ja, Pool-Panel ist das, ne? Da kann man, sag ich mal, gewisse Funktionen, sag ich mal, aktivieren mit einfach draufdrücken, ne? Ein Take-Profit zum Beispiel zu platzieren. Dann kommt hier unten eine grüne Linie, ne? Das bedeutet, wenn der Kurs dorthin geht, läuft hier in diese grüne Linie, nimmt er den Take Profit mit und verdient Geld. Die simple Wahrheit, sage ich mal, die simple Wahrheit auf den Punkt gebracht. Aber ohne Stop ist ja manchmal doch schon eine heiße Nummer, oder wie siehst du das, sage ich mal? Das heißt, wenn jetzt, ich sag mal, du bist ja jetzt nicht mit hochgehebelter Size drin, ja, das heißt, zur Not hast du da den Schneid, das auszusitzen, aber ich sag mal, das ist natürlich dann, wenn die Position zu stark, also so weiß ich nicht, DAX Short 10.000 gegangen, jetzt bei minus 3.000 Punkten, wenn man das aussitzt, ist ja schon eine dicke Nummer, oder wie managst du dann so einen Trade? Ja, sag mal so, wir sind, sage ich mal, renditeorientierte Trader. Wir arbeiten also mit größeren, stabileren Konten und handeln mit, sage ich mal, kleineren Positionen, die im richtigen Verhältnis stehen. Das, du siehst ja, wie gesagt, mit einem 20.000-Euro-Konto, wenn ich, sage ich mal, eine Position erstmal aufmache, erstmal die Margin-Leistung ist, sage ich mal, moderat. 2 € minus im Verhältnis zu 20.000 Euro ist verschmerzbar. Da mache ich auch noch 10 Positionen auf und habe ich keine Bauchschmerzen bei mir. Dafür muss man aber, sage ich mal, eine lange Jahre Markterfahrung haben. Ich mache das, sage ich mal, schon über 20 Jahre. Ja. Habe, sage ich mal, viele Höhen gesehen, aber auch viele Tiefen. Ja. Darf man nicht vergessen. Ich möchte nicht richtig nachrechnen, sage ich mal, was meine persönliche Ausbildung gekostet hat. War auf jeden Fall verdammt teuer.
Also Lehrgeld praktisch am Markt gelassen, in Anführungszeichen. Richtig, Ja, genau. das ist die harte Schule, sag ich mal, ne? Die harte Schule. Und sage ich mal, auch heutzutage ist es so, dass man abends zu mal nicht richtig liegt. Ja? Wie gesagt, auf einem großen renditeorientierten Konto, wo, sage ich mal, kleinere Positionen gehandelt werden, die man alle handeln kann, ist das nicht so dramatisch. Ja? Auf einem kleineren Konto, sage ich mal, ein 3.000-Euro-Konto, da muss man, sage ich mal, schon wissen, dass das Geld weg sein kann. Absolut. Wobei natürlich auch Leute mit größeren Accounts und dann eben zu großen Positionen auch häufig den Befehler begehen zu überhebeln. Aber ich sag mal, das hast du ja gerade angesprochen. Wenn man da selbst mit einem größeren Konto dann kleine Positionen baut, ist es eine Geschichte. Aber ist natürlich auch trotz alledem, sag ich mal, bei der Position würdest du dann klassischerweise verbilligen? Also würdest du dann weitere Shorts aufbauen jetzt in Kürze? Oder wie siehst du den Markt jetzt? Ich meine, der DAX spuckt ja hier anständig nach oben. Genau, also also wir können zwei Entscheidungen treffen, ob wir jetzt dagegen handeln sollen oder, wie gesagt, ob wir verbilligen sollen. Wir können jetzt einfach mal eine freie Entscheidung von den Leuten, sag ich mal, treffen lassen, was wir machen sollen, dagegen handeln oder, sag ich mal, verbilligen. Ja, Du das heißt fragst dann jetzt das eigentlich. Audi, du fragst jetzt das Auditorium sozusagen. Ja, also wie gesagt, man muss ja in jeder Situation eine Entscheidung treffen können. Das heißt, das passiert ja nachher in der Realität auch. Wie gesagt, man kann nicht, sag ich mal, darauf hoffen, dass der Markt irgendwann wieder zurückkommt. Wenn man verbilligt, so muss man wissen, wie viel man verbilligt und was man ja im Verhältnis anpasst, um, sage ich mal, den Richtungswechsel auszugleichen. Wir sehen dort aber schon, sage ich mal, eine Konstellation, wo es ein roter Balken zu einem positiven Balken entsteht hier oben über dem Moving Average. Er ist natürlich deutlich jetzt hier oben drüber gegangen. Sehr wahrscheinlich wird er jetzt hier die 50% Korrektur machen, alles zumachen bis zum Moving Average 20 aufsetzen und dann die Reise weiter nach oben hin fort. Ja. Das heißt, dass der hier korrigiert, ist relativ logisch, weil wir hier einen Widerstand haben. Ja, auf dieser Seite. Ich mache dort mal ein Förmchen rein, sage ich mal. Ja. Dieser Punkt ist ein Widerstand. Die Linie, ganz kurz, die Orange da, ist die vom Stereo-Trader selbst reingezeichnet oder hast du die dahin gepinnt? Die Orange da unten, Oben jetzt, da das. wo du gerade das Rechteck da oben hingesetzt hast, also sowohl unten als auch oben, natürlich, die beiden praktisch da. Also das ist eine von unserem EA. Ne? Das ist der IB-Manager, das ist ein Plugin für den Stereo-Trader. Ein automatisches Handelssystem können wir gleich mal eins aktivieren, damit man sieht, wie das Ding, sag ich mal, automatisch arbeitet. Na, aber Ja. hallo, das wollen wir doch mal sehen. Das ist okay. Das heißt, du kannst jetzt hier praktisch vom diskretionären Modus, den du jetzt mal hier eben so abgefeuert hast, praktisch in den automatisierten umschalten und dann lässt du sozusagen da dein Algo arbeiten. Exakt, exakt. Okay. Sollen wir starten? Würde man sagen. Starten. Okay, der Starten wir. tradet der Long und Short oder was macht er jetzt? Hol uns da mal ein bisschen ab. Was läuft da jetzt? Okay. Genau, das heißt, wir haben hier unten, sage ich mal, Buttons, die können wir aktivieren, die sind standardmäßig aktiviert. Ne? Die kann man auch ausschalten, das heißt, man kann ein Algo, sage ich mal, ruhig stellen in der Zeit, aber er rechnet trotzdem weiter. Weil solche Algorithmen, die sind so vollautomatisch, dass die ineinander sich selber greifen. Ne? Das heißt, jede Berechnung, jeder Tick wird dort berücksichtigt. Wir starten das Ding einfach mal. Das heißt, hier unten ist an der. Bitte? Hier unten ist ein Power-Button, sage ich mal, ein Gasknopf. Und wenn man da drauf drückt am Rand, startet das Gerät. Ne? Wo ist der So, wir haben Power-Button? gesehen, Wo ist der denn gerade nicht? Wo hast du den? hier Ach, da unten links. auf der Okay. linken Seite ist es rot geworden. Wenn das rot ist, ist die Maschine an. Ne? Er hat auch direkt, sage ich mal, eine weitere Short-Position reingekauft. Ich habe den jetzt, sage ich mal, so eingestellt, sage ich mal, dass man für so ein Gespräch das Ding einfach mal laufen lassen kann im Hintergrund, dass er pro Timeframe arbeitet. Ne? Das heißt, die Berechnung erfolgt momentan bei jedem Timeframe-Wechsel.
Also das heißt im M1 alle Minute. Oder switchst du dann auf Genau. die anderen Timeframes? Denke ich mal, man muss den Timeframe verwenden, auf den man, sage ich mal, arbeiten möchte. Verwendet man einen höheren Timeframe, hat man, sage ich mal, eine höhere Spanne. Ne? Es dauert das alles etwas länger. Extra ist gerade mal in eine Minute genommen, damit ein bisschen Action reinkommt, obwohl Bist nicht du so viel Action. so ein, ich sag mal, mit Verlaub mir, bist du, sag mal, so der aggressive 1-Minuten-Scalper? Also bist also oder den Algo lässt du den bevorzugt deinem 1-Minuten-Chart laufen? Ist das so dein Timeframe? Sag ich mal so, ich arbeite mit allen Timeframes, weil jeder Timeframe eine Besonderheit hat. Sag ich mal, die Ausführung mache ich meistens auf eine Minute beziehungsweise 5 Minuten. Das ist, sage ich mal, für mich am transparentesten, für mein Auge, am angenehmsten zu betrachten. Na gut, das ist schon Highspeed-Trading, ne? Da brauchst du schon, sag ich mal, ist jetzt nicht unbedingt so, dass du da zwischendurch Nickerchen machen kannst, sondern also 1 und 5 Minuten, das ist schon sag ich mal, herausfordernd. Aber ich sehe unten in der Ordermaske gar keine Stop-Loss- und Take-Profit-Marken. Die hat der Stereo-Trader für sich hinterlegt. Das heißt, das ist im Stealth-Modus sozusagen, oder? Richtig, genau, exakt. Das heißt, wie gesagt, wir hatten damals, sage ich mal, deutlich drüber nachgedacht, wie wir, sage ich mal, diese Machenschaften von damals dubiosen Brokern umgehen können. Heutzutage, das Tolle mit GFD, braucht man sowas eben nicht mehr. Na, das ist Aber richtig festgestellt, ja. Aber interessant, dass du es ansprichst oder beziehungsweise feststellst. ja, die. Sag ich mal, Broker, Market Maker sehen die Order einfach, die platziert wird, auch ein Stop-Loss. Ne? Und wenn die, sag ich mal, einen Tick oder sowas verändern in einem Prozess, da greift gerade der Trail, dann will er Geld verdienen und bingo, gewonnen. Ne? So, die Maschine arbeitet gleich direkt weiter, weil sie es aktiviert. Ne? Er hat auch gerade selber, sag ich mal, entschieden, diesen Trail einzuschalten da unten. Hätte den jetzt mitlaufen lassen können, aber aufgrund des kleinen, also der hätte jetzt praktisch das Ding noch weiter nach unten gezogen und im Sinne des Rücklaufs in der 1-Minuten-Kerze hat er das Ding dann geschlossen sozusagen. Genau, richtig. Ich mache mal hier wieder eine Trail-Buy-Order rein, manuell. Das Schöne ist, wir können, sage ich mal, dieses Handelssystem, sage ich mal, mit unseren manuellen Entscheidungen noch unterstützen. Ja? Die greifen ineinander über. Und die Logik, sage ich mal, für Long Short, die dein Algo jetzt selbst sozusagen kreiert an der Stelle, ich meine, das ist ja hier, der schneidet sich ja hier die Cent-Bereiche raus da, ne? Also das ist ja wirklich, da ist ja kaum 5 Sekunden drin im Markt, oder? Wenn er denn jetzt mal Ich so sag hat. mal, wir haben eine Devise, man muss schneller Geld verdienen als zu verlieren. Ne? Okay. Hört sich, sag ich mal, hört sich, sag ich mal, viele, sag ich mal, flachsig an, aber so ist es eben. Ne? Wenn man, sag ich mal, zu lange warten muss, das muss auch im richtigen Verhältnis stehen. Ne? Ich kann, sag ich mal, nicht für 1 Euro, sag ich mal, 1 Stunde warten. Ne? Na, Was hat eine Stunde? da, ich muss sagen, da ist auch genau das, was du gerade anspielst. Wir gehen gleich auf jeden Fall zurück, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Leute eben, wenn sie auch gerade jetzt mit kleineren Accounts echt Geld handeln und dann immer in die Relation setzen, was sie an Zeit investieren, am Ende des Tages rausholen, führt in der Masse dazu, dass sie überhebeln, dass sie zu spekulativ reingehen, weil sie dann, wenn sie 10 Euro gewonnen haben und 8 Stunden getradet haben, natürlich sich irgendwo fragen, was tun sie hier eigentlich? Und dann sind sie meistens in so einem Casino-Modus und dann wird eben hochgehebelt. Das geht vielleicht ein, zweimal gut, aber irgendwann ist das Konto platt. Deswegen muss man da wirklich sehr, sehr realistisch auch sehen und betrachten, welche Timeframes man handelt oder welchem Markt man sich zuwendet, etc., etc. Aber ich sag mal hier, das ist natürlich schon relativ aggressiv, das System, ne? Der haut ja rein und raus die ganze Zeit hier. Sag mal so, aggressiv sieht anders aus. Ich habe das jetzt gerade extra auf den Slow-Modus geschaltet. Ne? Wenn ich das auch aggressiv halte, kann ich gerne mal nachher machen. Ne? Das System, was ich da, das ist gerade eine Entwicklungsoberfläche, die ich da jetzt gerade hintergeschaltet habe. Also eigentlich eine Maschine, sag ich mal, wo viele EAs drin testbar sind. Ne? In dem gewisse Module nachher relativ einfach zusammengeklickt umgestellt werden. Wir können, sage ich mal, mit diesem System wunschgemäß EAs konstruieren. Der Kunde, sage ich mal, erzählt uns die Geschichte, den Weg, den er haben will, was die Maschine machen soll. Und dann bauen wir die zusammen, ne? Wie Das im heißt, Baukasten. ihr entwickelt auch EAs, sage ich mal, mundgerecht für Kunden sozusagen. Exakt, exakt. Wir entwickeln, sage ich mal, EAs, Module, ne, für den Stereo-Trader. Ja, aber auch Standalone-Programme. Wir haben zum Beispiel eine Depot-Verwaltungsmanagement-Software,
Da ist ein Copy Trader, ein Master Trader beinhaltet. Eine Schnittstelle, eine Art Social Trading Plattform, kann man sagen, wo eine Kommunikation zwischen Tradern beziehungsweise Empfängern besteht. Kann man nachher oder sage ich mal in der zweiten Runde heute Nachmittag mal drauf eingehen, wenn der Wunsch besteht. Das ist mehr für die Leute, wo der Handel, sage ich mal, nicht der Hauptberuf ist. Die so zwischendurch einfach mal ein bisschen was handeln möchten, aber doch erfolgreich sein möchten, können, sage ich mal, die Copy Trader nutzen und sich bei uns, sage ich mal, oder bei irgendjemand anders, der qualifiziert ist, sage ich mal, moderat, renditeorientiert zu handeln, dranhängen. Das ist schon mal eine spannende Geschichte. Ich sag mal, das Social Trading ist ja ohnehin ein Thema für sich. Gibt es auch viele Mythen, sage ich mal, ne? Und auch viele Beispiele der negativen Art, ne? Da werden wir auch mal ein Webinar nächstes Jahr aufsetzen zu dem Thema, weil wir ja bei JFD da auch schon etwas in der Pipeline haben, was sozusagen im Ausrollen ist, aber es braucht Zeit, um wirklich so rund zu sein, dass wir sagen, es ist marktreif. Aber nichtsdestotrotz, jetzt der Markt hier, der pendelt, ich sag mal, das ist natürlich ein Vorteil, ne? Der ist jetzt hier nicht wirklich trendig, der geht mal hoch, mal runter. So eine präferierte Tendenz, du hast oben den Widerstand eingezeichnet, wobei ich jetzt sagen muss, jetzt ist oben die Horizontallinie verschwunden, jetzt sind die enger unten an den Candles dran. Hat das was mit der Ja, Volatilität der Kerzen zu tun, oder? nee, das ist ein mathematischer Prozess. Da wird jeder Tick, jede Dynamik wird dort berechnet. Ne? Quellcode, keine Ahnung, wie viel zigtausend Zeilen der durchläuft. Auf jeden Fall verdammt viel pro Tick. Ne? Da steckt eine, sag ich mal, so globale Mathematik drin, die sich konstant anpasst. Bei jedem Tick danach, sage ich mal, entsteht eine andere Zukunft. Ne? Sage ich mal. Ihr merkt schon, liebe Leute, wie gesagt, der Mick, der ist da in einem Universum der Programmiertechnik, ne? Also du bist ja selber auch, wie gesagt, vom Fach und hast ja mit dem Dirk zusammen da an dem Stereotrader auch rumgeschraubt, zu seiner Zeit. Exakt. Also, wie gesagt, meine Leidenschaft ist eben die Mathematik und die Physik. Und alles, sage ich mal, was wir hier tun, ist eigentlich ein Resultat aus diesen Bereichen. Ne? Wir sind also sehr mathematisch orientiert. Ne? Wir können, wie gesagt, das, was wir jetzt momentan machen, hier gerade eben besprechen, den Moving Average, das ist natürlich charttechnisch gesehen grundsätzlich interessant. Aber wie gesagt, das hilft alles nichts, wenn die Mathematik dahinter nicht stimmt. Ne? Zumal wir uns hier im Zahlenbereich befinden. Wenn nicht da, wo sonst, haben wir mit dynamischen Zahlen zu tun, ne? Ich sag mal, der Ja, Aktienmarkt oder vielmehr der Finanzmarkt, ja, mit seinen ganzen Produkten, Underlyings und eben auch Derivaten an der Stelle, ist da ja, sage ich mal, ein Sammelsurium an Mathematik. Das ist richtig. Aber es war schon ein bisschen philosophisch, was du jetzt rausgehauen hast, Mick. Muss ich schon mal sagen an der Stelle. ich bin ein relativ philosophischer Mensch. Ne? Und trotzdem mathematisch orientiert, und sag ich mal, da dem sozusagen hingegeben. Aber du versuchst es natürlich dann sozusagen auch ein bisschen dazu zu kombinieren. Das macht die Sache nicht minder spannend. Richtig. Wie gesagt, diese EA ist für mich, sag ich mal, ein Messwerkzeug, ne? In der Physik, wo ich, sag ich mal, physikalische Eigenschaften nachweisen. Weil wenn ich, sag ich mal, gewisse Dinge tue, sag ich mal, solche Algorithmen entwickle, sag ich mal, übersetze ich, sag ich mal, das gesprochene Wort in Mathematik, in Zahlen. Ne? Jedes Wort, jeder Satz ist eine Zahl. Oder ein Wert. Oder hat eine Eigenschaft. Ja, aber da kommen wir nachher wieder ins Programmieren rein. Also, das ist für die meisten zu hart. Zu hart sagst du, aber es ist natürlich, das ist ja, aber es ist sicherlich für den einen oder anderen, aber es ist ja runtergebrochen, ich sag mal gerade die, machen wir uns nichts vor, die Algorithmen, die Hochfrequenzsysteme oder HTFs eben, ich sag mal, das ist natürlich schneller und mathematischer und wer die schnellste Leitung hat, den schnellsten Zugang, die schnellste Ausführung, macht am Ende des Tages den Profit. Das ist ja nicht, ist ja jetzt nicht gesponnen oder irgendwo hergeholt, sondern da ist ja tatsächlich was dran. Und ich sag mal, auch interessant, dass natürlich gerade, weil du es ja auch sagst, jetzt Physik und auch Mathematik, ich sag mal, grundsätzlich haben ja viele Hedgefondsabteilungen oder auch, sag ich mal, die Broker-Eliten von Banken, da sitzen ja jetzt heutzutage auch mehr Naturwissenschaftler als eigentliche Mathematiker. Oder besser gesagt, viel mehr klassische Banker, so ist es richtig ausgedrückt. Ja, richtig, genau. Sag ich mal, die Branche verändert sich. Man passt sich an. Und auch der private Händler oder Trader sollte sich, sage ich mal, anpassen.
Weil das, was man, sag ich mal, deutlich erkennen kann, ist einfach, dass der manuelle Handel aussterben wird. Das ist ja mal ein Statement. Also bist du schon der Meinung, das diskretionäre drauf loshandeln, so will ich es jetzt nicht mal sagen, aber so, dass die, sag ich mal, Computer auch hier, sage ich mal, einen sehr großen Einflussfaktor nehmen, das ist für dich, sage ich mal, schon geschriebenes Gesetz. Ja, also nicht komplett aussterben, sage ich mal. Es wird immer ein Kunstwerk oder ein Handwerk bleiben. Weil, sag ich mal, man kann diese Sachen nur programmieren, wenn man dieses Handwerk beherrscht. Ne? Was war's Sonst dran? kann man, sag ich mal, programmieren, wie man möchte. Ne? Das Programmieren hilft einem nur, wenn man auch handeln kann. Aber, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ich weiß nicht, wie viele es von euch betrifft, die jetzt zuschauen, vielleicht mal ein Feedback an der Stelle geben. Wer von euch berechnet denn zum Beispiel seine Size, seine Positionsgröße noch manuell? Ja, das wäre jetzt auch mal interessant zu wissen. Also sprich, prozentualer Wert von der Equity, ja, also 0,5, 1% oder was auch immer, wer macht das denn heutzutage noch manuell von euch? Oder die Stop-Loss-Berechnung, wie groß eine Positions-Size dann eben sein darf. Also ich sag mal, das ist bei mir auch schon seit Jahren völlig automatisiert. Es gibt aber, und das weiß ich, viele noch, die das tatsächlich mit einer Excel-Tabelle machen oder irgendwo manuell nachrechnen. Da mal kurzes Feedback ins Auditorium. Da gibt's mal, also wer von euch lässt sich denn hier, sage ich mal, algorithmisch, ja, Yvonne hat es natürlich am Schopfe gepackt. Das macht der Miniterminal, aber du wirst es nicht glauben, Yvonne. Es gibt unzählige Leute, die kennen den Miniterminal gar nicht. Und insofern eben tatsächlich mal die Frage. Ich meine, StereoTrader ist ja, sag ich mal, das Upgrade oder sag mal, ist ja das, sag mal, die Veränderung des MetaTraders an sich mit dem komplett neuen Gesicht. Der Miniterminal ist aber hier auch eine sehr, sehr feine Ergänzung, um den Handel hier natürlich da dem Händler, den aktiven Händler sehr zu erleichtern. Auch gerade, weil Stop-Loss und Take-Profit mit einer Order rausgeschickt werden. Das heißt, selbst wenn da die Internetverbindung crasht auf dem Server und sitzen die Orders und da kann auch nichts mehr passieren. Aber Yvonne, sehr Achso, schöner genau. Hinweis. Aber you have it. Genau, wichtig, eben noch gar nicht das Thema vollendet wegen den nicht sichtbaren Orders. Ja, richtig, richtig. Wir kommen ja vom Hundertsten ins Tausende. Verzeih, Genau. Mick, aber es ist natürlich ganz illustrierend, mit dir darüber zu Ja. sprechen, ne? Über das ein oder andere Thema. Man kommt vom Hundertsten ins Tausende. Aber schieß mal los. Genau, die Stealth Orders. Das ist ein spannendes Thema. Ja, ich habe mich auch abends mal leider abends zu so überräumen, weil das Thema so umfangreich ist. Ne? Es ist nicht, habe ich nicht mit einer Ausbildung getan, das ist ein komplettes Studium, ne? Über Jahre. Wir haben hier oben im Sale Trader, wenn man auf das Logo geht, öffnet sich, sage ich mal, ein Menü, wo man, sage ich mal, Grundfunktionen verändern kann. Ne? Ist eigentlich, sage ich mal, wie in einem Expert Advisor, aber es betrifft den Sale Trader, sag ich mal. Da kommen wir später drauf. Wie gesagt, hier oben, da sind Buttons drin. Da kann man sagen, ob man nicht sichtbare Orders setzen möchte, ja, oder sichtbare Orders. Das heißt, wir machen das mal weg, machen mal sichtbare Orders rein, bestätigen das da unten. Der nächste Prozess, der gleich weiterläuft, müsste unten eine Modifizierung der Order stattfinden. Nachher, wie gesagt, wenn der anfängt zu arbeiten, hier muss ich wieder aktivieren beim Umschalten, hat er ihn ausgeschaltet. Sicherheitsmodus. Okay. Momentan hat er es nicht gefunden. Ah, Moment. Ich hatte eben hier was vorbereitet. Moment, müssen wir erstmal wieder die richtige Bezeichnung geben. Wir haben hier unten unter Kommentare hier. Der Stereo Trader hat eine tolle Funktion. Man kann, sage ich mal, den gleichen Wert mit mehreren EAs, mit unterschiedlichen Strategien in einem Konto separat getrennt handeln. Jetzt habe ich gerade eben beim Umschalten den Punkt 4. So, da müssen wir ansetzen. Punkt 4, wieder Switch. Da setzt er es wieder ein, findet die Orders und ist wieder drin. Ja, jetzt kommt da schon eine Bewegung in den Markt hier, ne? Passiert mal ein bisschen was. Da stimmt doch was nicht. Moment. Ich verkaufe jetzt gerade erstmal alles raus. Machen wir erstmal immer den. Ah, der klassische Metatrader-Sound, den kenne ich noch sehr gut. Dürüm. Ja, Nice. Damit gehst du schlafen, wenn du nicht aufpasst, ne? wir haben auf der anderen Seite gerade noch einen Rechner laufen und der hat gerade den Ton noch angehabt. So, zack. Und wieder aktivieren.
Aber ein Short Order rein. Da stimmt da was ist nicht. Was ist da los, Mick? Ja, das frage ich mich auch gerade. Machen wir erstmal alles wieder zu. Murphy's Law manchmal, ne? Ja, sag mal so, wie gesagt, die Systeme sind schon sehr komplex hier. Und wir müssen natürlich auf der Plattform von MetaTrader arbeiten, wo leider der Entwicklungsstatus, sag ich mal, hinkt. Ne? Deswegen ja auch der Fünfer als solches. Ist ja durchaus eine Weiterentwicklung der besseren Art. Ganz klar muss man das an dieser Stelle sagen. Der MetaTrader selber ja hier entwickelt Ende der 90er, Anfang 2000 eben als klassische auch Market Maker Plattform. Ne? Das kann man an dieser Stelle auch ruhig immer wieder erwähnen. Das ist ja eigentlich ein in sich geschlossenes System gewesen. Das war gar nicht dazu gedacht, hier den Markt zu öffnen oder irgendwelche Zugänge zu schaffen. Das war, wie gesagt, grundsätzlich ganz anders gedacht. Aber in dem Fall sehr, sehr spannend, dass es da eben doch Upgrades gibt. Und wie der Mini-Terminal oder der Stereo-Trader an sich ist es natürlich auch so, dass der Markt sich weiterentwickelt und ja, der MetaTrader doch schon von Millionen genutzt wird. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ja die Forex- und CFD-Plattform schlechthin. Ja, sie bietet einfach, sage ich mal, auch dem kleinen Investor einfach die Möglichkeit, mit wenig Geld, sage ich mal, an diesem großen Spiel teilzuhaben. Ne? Wir wissen ja, dass zum Beispiel solche Anbieter wie die TWS etc. und sowas benutzen, Ninja Trader, in der Regel eine Einlage von mindestens 20.000 Euro benötigen. Ne? Wer hat hier heutzutage in Deutschland noch? Ne? Deswegen ist, sage ich mal, die Möglichkeit, sage ich mal, auch mit wenig Geld, sage ich mal, ab 3.000 Euro ja, aktiv und wirklich Kapital aufbauen zu arbeiten. Also, wie gesagt, wenn man das Handeln erlernt hat, meine ich. Ne. Nur ist ein weiter Weg. Ne. Ja, definitiv. Geschenk kriegst du nichts. Du hast es ja vorhin gesagt. Das ist ein Prozess, ich habe das auch neulich auf einem anderen Seminar mal gesagt. Mal hier am Wochenende ein Seminar sitzen oder fünf Webinare anschauen, und dann geht die Luzi ab. Das ist weit gefehlt. Das führt zu dem Trugschluss, dass man an den Märkten immer ganz schnell schnell Geld verdienen kann. Werden ja auch viele Leute abgeholt mit dem, nach dem Motto, hier kaufen und da verkaufen. Du hast nur zwei Knöpfe und wie im Casino, los geht's. Ne? Das ist natürlich nicht genau das, was man mit ernsthaftem Trading verbindet. Aber erzähl noch was zu dem Algo. Also der feuert hier unverändert ab. Jetzt ist er wieder, sag ich mal, auf die Schiene gesetzt. Richtig so. Und wir sehen, der hat gerade im Minus geschlossen. Das ist das eben, wo etwas passiert, was ich auch noch nicht erklären kann. Da passiert, sage ich mal, eine Spread-Erweiterung oder irgendwas, ein Tick. Es ist etwas schwer zu bezeichnen. Das heißt, wir lassen, sage ich mal, Protokolle dazu laufen, müssen wir später mal auswerten, woran das liegt. Er hat zwar zu guter Letzt Geld verdient, aber irgendwie Minus gemacht gerade. Ne? Das war der zweite Trade. Oder sage ich mal, am Schluss falsch interpretiert hier. Nee, vier Positionen hat er gerade gemacht. Okay, machen wir weiter. Also das heißt, jetzt ist es auch so, ich meine, die Marktrichtung oder was der Markt tut, ist dir jetzt wurscht. Also du hast jetzt die Limit Buy Order gesetzt, die jetzt hier nachtradet. Das ist immer ganz schick beim Stereo Trader. Das heißt, der führt dann immer erst aus, wenn er wieder hochsetzt, ja? Ja, aber nicht einfach nur hochsetzt. Da steckt, sage ich mal, auch ein Algorithmus dahinter, allein hinter diesem Prozess, der so gigantisch ist, der Geld spart. Ne? Natürlich, weil du besser reinkommst, ne, in jedem Falle. Richtig. Wobei man Aber sagen er muss, kann nicht. der Spread bei uns, der ist gefixt auf einen Pip. Also das haben wir mit den LPs Genau. sozusagen dahingehend, das ist ja das Gute an der Geschichte. Ich meine, da kann man auch so ein bisschen vorbeugen. Ich meine, Slippage gibt es natürlich trotzdem bei News. Ja, wenn der Markt jetzt irgendwie 5, 6, 7, 8 Punkte springt, da gibt es natürlich auch zwei Seiten der Medaille, positive und negative Slippage. Viele schimpfen immer, wenn sie logischerweise eine negative kriegen, aber wir bei JFD geben eben auch 100% der positiven Slippages weiter. Und wo ein Gewinner da häufig auch ein Verlierer und es gibt häufig dann eben auch die andere Seite, nur hörst du von der selten was, dass die eben hier mit positiver Slippage dann ausgeführt worden sind. Und da gibt es auch Statistiken, wo wir sagen, jetzt muss ich überlegen, genau, 86% aller Trades bei uns gehen hier zum
exakten Preis oder einer positiven Slippage über dem Markt. Also das heißt, wir haben da unterm Strich sehr wenig negative Slippage, wenngleich man die nicht vermeiden kann. Aber die ist, wie gesagt, vom Spread her nicht beeinflusst, ohne jetzt zu technisch werden zu wollen. Weil, wie gesagt, der Spread ist hier auf den einen Punkt gefixt aus unserem Liquiditätspool, den wir ja auch nicht stellen, also die CFDs oder die Preise, sondern die kommen aus dem Liquiditätspool. Das muss man an der Stelle auch nochmal erwähnen. Na, wir handeln ja nicht gegen euch, liebe Leute. Das solltet ihr aber eh schon wissen, aber ich will es an der Stelle nur nochmal erwähnt haben. Aber Mick, fahr fort. Ja, genau, also das kann ich auch bestätigen, dass GFT das nicht tut. Wie gesagt, wir vertreten, sage ich mal, grundsätzlich auch eh nur Broker, sage ich mal, die es nicht tun. Ne? Also es müssen wirklich echte ECN-Broker sein, die Orders an den Markt weitergeben. Es sei denn, sie weisen, sage ich mal, das Produkt aus, wenn sie selber ins Risiko gehen. Ich sage, wenn das Produkt so klein ist, aber wie gesagt, das macht GFT zum Beispiel nicht. Und ihr macht, glaube ich, soweit ich weiß, nur ECN, ne? Ja, 100%, ECN ist ja auch so ein Begriff, da wird auch mal viel drum gemogelt. Wir sagen immer 100% DMA STB, also wirklich tatsächlich eine Weiterleitung an den Markt oder den Pool, eben auch hier mit der schnellsten Ausfindung und der schnellsten Ausführung und der schnellsten Preisfindung. Aber genauso ist es, 100%. Und das dürfen wir auch nicht. Wie gesagt, die Market Maker Lizenz ist uns nicht hold. Wir dürfen keine Preise stellen, dürfen das nicht machen, weil wenn wir es tun würden, dann gehen wir in die, sage ich mal, in die dunkle Zone und machen uns angreifbar, und wir haben auch noch nie eine Klage erhalten oder dergleichen. Es gibt auch andere, die sagen, hey, was soll das? Wir machen immer noch Bonuszahlungen auf Einzahlung, was übrigens verboten ist mittlerweile. Also sprich, zahle 500 ein und wir legen nochmal 500 drauf. Sowas ist nicht mehr legitim. Machen trotzdem noch viele Broker. Und wenn es dann eine Strafe gibt, ja, was soll's? Unterm Strich bleibt dann mehr Gewinn durch eben hier die Abschöpfung der Kundengelder da. Und das ist natürlich nicht ganz koscher und unlauter, aber da haben wir natürlich, wie gesagt, nichts mit zu tun. Das ist auch genau der Anspruch, den wir schon seit Beginn her haben. Deswegen ja auch schön, Mick. Und ihr seht es ja auch selber, wir haben jetzt da kein Problem oder Schmerz mit, ob das jetzt live oder Demo ist, hier auch Algorithmen anwenden zu lassen. Also es gibt keine Mindest-Stop-Loss-Abstände oder Mindestlimits. Ja, auch sowas gibt es, dass es Broker gibt, die sagen, hey, der Stop muss mindestens 2 Punkte oder 2 Pips weg sein. Also praktisch so eine Art Trader-Beschneidung. Ja, also das gibt es nicht. Ob das jetzt ein Scalp, ein Tick-Algo ist oder was auch immer, bei uns kann abgefeuert werden, was will, weil damit praktisch die Liquiditätsanbieter zurechtkommen müssen und nicht wir. Jetzt hat aber hier mal, ich will mal sagen, einiges an oder so. Die habe ich jetzt reingedrückt, um ein bisschen mehr Schwung reinzubringen. Ja. Weil, wie gesagt, ich werde nachher auch mal, sage ich mal, eine Situation provozieren, wo es, sage ich mal, ein bisschen was stressiger wird, ja, Aha. im Auge des. Ja. Weil man muss sich einfach mit den Situationen konfrontieren. Ne? Und deswegen machen wir das natürlich auch heute hier mit dem Demokonto, damit wir, sage ich mal, all das tun können, was wir möchten. Ja. Ich habe auch gerade eben festgestellt, woran das hier liegt hier, dass, sage ich mal, gerade eben leicht im Negativen, sag ich mal, geschlossen wurde. Ich habe den gerade eben, sage ich mal, gedrosselt, so dass er pro Balken arbeitet, ne? Also pro Timeframe. Und dadurch hat er erst beim nächsten Tick die Sache verkauft und da war er im Negativen. Ne? Deswegen ist eben das Minus entstanden. Wie gesagt, solche Dinge beobachten wir in den Algorithmen, ne? Und wir machen uns Gedanken, wie wir sowas verändern. Und in der nächsten Version, sage ich mal, dann einfließen lassen. Auch wenn es dann, sage ich mal, pro Timeframe arbeitet. Sag mal, lässt du parallel auch beim Euro was machen oder ist es dir dann immer gleich, ob DAX oder Euro? Das können wir gerne machen. Wie gesagt, es können Wünsche gestellt werden, können das eigentlich mit allen Produkten machen. Ich switche hier mal gerade auf ein anderes Konto um. Ja, und zwar auch wieder ein frisches 20.000-Euro-Konto, ein anderes Demokonto. Da habe ich den Euro einfach mal vorbereitet. Auch hier vier Timeframes. Beim anderen habe ich es eben weggemacht. Lassen wir auch erstmal so. Hier habe ich auch einen EA unten vorbereitet. Das starten wir hier auch mal gerade. Ja. So, leuchtet alles, Long, Short, alles an. Fängt auch direkt an zu arbeiten. Ups. So. Das ist der Euro. Der hat jetzt, sage ich mal, automatisch eine Kaufentscheidung getroffen auf Short, die ich, sage ich mal, persönlich gerade in dem Moment nicht so klug finde. Weil da wäre ich jetzt, sage ich mal, long gegangen. Könnte man jetzt auch mal, sage ich mal, manuell, sage ich mal, eine nochmal nachpitchen oder zwei. Ne? Das heißt, mal übergewichten. Ich habe einfach mal zwei wieder reingeflitscht als Trail Order. Ne?
Mal die Sachen mit dem Moving Average sind nämlich so, diese Crossing, die funktionieren in der Regel nur bedingt, sage ich mal, in 10% der Fälle. Ne? Die Touch and Goes, die funktionieren in, sage ich mal, 90% der Fälle. Er setzt gerade von oben, sage ich mal, auf Moving Average auf den 20er, nachdem er das erste Mal den großen roten, den 200er, durchquert hat. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass er hier long geht, ist größer, als dass er short geht in dem Moment. Der EA hat eben, sage ich mal, eine Order gesetzt, die mathematisch das Ganze erklärt hat. Und nicht charttechnisch. Das ist eine Referenzorder, die am Anfang immer gesetzt wird, wo, sage ich mal, die Berechnung von ausgeht. Deswegen ist es egal, ob der eine Order setzt. Irgendeine Order muss er setzen, ob long oder short. Long oder short, das Geld ist fort. Ja, sage ich mal, Spaß beiseite. die Börse ist immer Risiko. Das muss man immer wissen. Ja, man sollte das auf jeden Fall immer mit Geld tun, sage ich mal, was man entbehren kann. Das hört sich hart an, ich weiß. Ja, das, sag mal, Verlust ist Teil des Geschäfts teilweise. Ich meine, wie ist das bei dir? Ich meine, du setzt ja so keinen Stopp. Das heißt, im Zweifel, die Position hedgst du dann auch mal raus hinten am Ende des Tages. Also sicherst du dann über Nacht ab, damit du gut schläfst, oder gibt's sowas bei dir? Definitiv. Definitiv. Also sage ich mal, wenn ich ein Produkt handle, setze ich mir schon, sage ich mal, eine Zeit, wo das Produkt handelbar ist. Hauptsächlich handle ich, sage ich mal, den Euro-US-Dollar, beziehungsweise wenn es um CFDs geht, sage ich mal, den DAX. Der DAX hat, sage ich mal, hat ja zwei Haltwertzeiten, einmal den Xetra und einmal den Kassamarkt. Grundsätzlich beides ist das gleiche, sage ich mal. Nur der eine, sage ich mal, beginnt früher, endet früher. Ne? Also der eine beginnt früher, endet später und der andere beginnt später und endet früher. Genau, sowas. Ne? Also genau irgendwo dazwischen. Ja. Weil ich gar nicht mal was sagen wollte. Schon wieder zu viel Mathematik, zu viel Physik. Ne? Na, die Ja, das muss Handelsmärkte haben ja ihre unterschiedlichen Präferenzen. Und wenn du über Nacht, sage ich mal, auch natürlich, sag mal, wenn der Referenzmarkt fehlt, der klassische, jetzt gerade beim DAX CFD, es ist ja da tatsächlich so, wenn Xetra zu ist, Future handelt nicht mehr und in DAX CFD immer noch handelt, dann hast du natürlich hier irgendwo so eine imaginäre, sag ich mal, Indikation in der Nacht um 1 Uhr, um 2 Uhr, wo dann auf die Asiaten geschaut wird, auf die US-Futures dann in der Nacht oder am Abend, aber es ist natürlich der fehlende Referenzmarkt. Und da hast du natürlich dann auch da tatsächlich auch immer Spread-Risiken, wo in der Nacht die Spreads aufgehen, weil die Liquiditätsanbieter sich da auch ein Stück weit absichern dadurch. Und wenn du das natürlich mit einem Hedge löst, ist es natürlich eine Geschichte, wo du dann irgendwo auch ruhig schlafen kannst, unabhängig des Timeframes. Wobei Hedgen so ein Buch mit 7 Siegeln ist, ja. Also da gibt es auch viele Meinungen zu. Nach dem Motto, es ist nicht der sozusagen der realisierte Verlust, es ist so ein Aussitzen des Verlustes einerseits. Andererseits kosten ja. natürlich Hedges auch, ne? Du hast ja hier und da Finanzierungsgebühren über Nacht. Gerade wenn du viele oder lange Hedges laufen hast, dann ist es natürlich auch ein Kostenfaktor, den man nicht unberücksichtigt. Ja, sag ich mal, das ist zwar richtig, aber das Hedgen ist meines Erachtens wichtig, ne? Weil alles andere wäre Glücksspiel. Ja, Weil das 100% weiß Hedgen, keiner, wo es hingeht. Das ist richtig. ja, sag ich mal, das kann ich auch nicht mehr bestätigen, ne? Wir machen, sag ich mal, ich nenne es mal brutale Mathematik hier, die das alles doch erklärt, dass die Zukunft irgendwie zu berechnen ist. Hört sich komisch an, ist aber irgendwie so. Ne? Deswegen laufen die Maschinen auch so, wie sie laufen. Die Zukunft, sage ich mal, tickgenau zu berechnen, ist natürlich sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ne? Da muss man, sag ich mal, viel forschen, machen, rechnen und tun. Wie gesagt, die Reise, die wir hier machen, sag ich mal, mit diesen Algorithmen, die geht immer weiter, ne? Weil wir die Tiefe, sage ich mal, der Struktur, dieser Zeitstruktur, die hinter dieser Mathematik liegt, bis jetzt noch nicht vollendet haben. Ne? So, sind wir wieder abgeschweift. Ich wollte irgendwas eben erzählen zu, was war das nochmal? Tja.
Hat erstmal irgendeiner schon eine Frage oder sowas, erstmal speziell? Nee, Thorsten schreibt nur gerade Demo. Mit dem Demo könnt ihr das auch, sagt er, so ein bisschen rumexperimentieren. Aber dafür ist ja auch ein Demo da. Wobei natürlich auch ein Demo da zum Realmarkt auch immer, also beim Demo hast du ja immer deine hundertprozentige exakte Ausführung, soweit skalierbar, ja, auch in den Backtests. Aber real ist es eben so, dass es hier auch durchaus Slippage gibt, die eben am Demo in der Regel nicht zu sehen ist. Muss man auch mal mit zweierlei Maß messen an der Stelle. Weil jeder Ach so, Backtest ist zwar schön, aber du genau. hast es jetzt wieder. Ja, da sind wir eben noch stehen geblieben mit dem Spread. Das heißt, wie gesagt, der Stereo Trader bietet die Möglichkeit, hier oben in der Mitte sieht man immer exakt, wie hoch der Spread ist. Exakt im Tick. Ne? Das heißt, wenn sich da was verändert oder sowas, verändert sich das auch da oben. Das heißt, das, was der Chris da eben gesagt hat, sieht man hier, dass das ein fixer Spread ist. Ne? Also ein. Und beim Euro, können wir das auch mal gucken, da sehen wir auch, da läuft die Maschine, da haben wir oben, da sehen wir, ne, 0,3, ne, das ist ein variabler Spread. Wie gesagt, ist nicht schlimm, ja, liegt auch nicht am Broker. Der Markt ist eben variabel, ne, das besteht aus Angebot und Nachfrage. Wie gesagt, wir haben Tage oder sagen wir mal Zeiten, wo, sage ich mal, die Liquidität am Markt, sage ich mal, moderat ist. Ne. Und da geht der Markt hin und erweitert den Spread um irgendwas. Ne? Das heißt, wir werden jetzt über die Feiertage werden wir eine deutliche Marktspread-Erweiterung konstant wahrnehmen. Das ist eine Zeit, wo man eigentlich mal handeln sollte. Genau, kann gleich mal jetzt hier. Wir haben ja den Dezember praktisch vor uns stehen. Wie schaut es aus so bei dir? Wann machst du die Bücher zu im Dezember? Gerade weil du von der Spread-Erweiterung sprichst, davon ist definitiv auszugehen, dass das über die Feiertage, sprich dann eben gerade 18., 19., 20. plus bis zum Neujahr dann eben zunimmt. Aber wann machst du die Bücher zu? Gibt es da so eine Regel bei dir? Ja, das Schöne ist, darum muss ich mich immer kümmern. Das heißt, da frage ich eben die ausgebildeten Leute bei mir im Umfeld. Ne? Einer von den Personen sitzt auch neben mir, das ist der Philipp. Ne? Ja, der hat sich noch gar nicht zu Wort gemeldet an dieser Stelle, Ja, richtig. er sagt genau, richtig. Also, er kann sich gerne mal vorstellen, wenn er möchte. Aber ich bin Philipp Rey. Ich komme aus der Nähe von Micha. Er hat mich vor 2 Jahren ausgebildet. Und ist immer noch fleißig, also dabei, weil man nie auslernt, sage ich mal so. Aber ich habe schon viel so dazugelernt und mir eigenes Wissen auch angeeignet. Das schon seit 2 Jahren, sagst du, Phil. Genau, richtig. Ja, also Phil, sage ich mal, Phil und es gibt noch jemand anders, das ist der Andreas. Die beiden sind von mir ausgebildet worden, aber so exklusiv, ja, weil sie aber auch die Bereitschaft, sage ich mal, gestellt haben, zu arbeiten. Weil die erste Frage, die ich schon mal, weil sie den Leuten stelle, möchtest du arbeiten? Ja oder nein? Ja. Und erschreckenderweise gibt es, sage ich mal, mehr Leute, die diese Frage gar nicht mehr beantworten können. Weil die Börse, das Traden, das ist ein Job, das darf man einfach nicht vergessen. Ein knüppelsharter Job. Ne? Einfach mal so einen Trade machen oder sowas. Auch diese Maschinen hier, die müssen beobachtet werden, konstant. Wir haben ja eben gesehen, ne, dass auch, sage ich mal, der MetaTrader so eine Eigenschaft hat, irgendwas abends mal nicht anzunehmen. Da muss ein Profi davor sitzen und sofort, sage ich mal, reagieren und schalten, diese Maschine, sage ich mal, rausschmeißen, neu starten, anpassen, die richtigen Werte. Ne? Wie gesagt, wenn man, sage ich mal, das gerade das erste Mal benutzt und dann sofort mit einem Echtgeldkonto, ist natürlich auch Harakiri. Ne? Man sollte, sage ich mal, mit dem Stereo Trader auch, sage ich mal, ausgiebig testen und üben. Ne? Man kann den runterladen, ne? Also bei GFD oder bei uns, ne? Auf der Internetseite. Ne? Können wir näher mal drauf gehen. Wie gesagt, das ist ib-markets.de. Machen wir mal ein bisschen Werbung für uns. Und kannst du auch gerne mal die Natürlich. Website von euch zeigen? Ich meine, wir haben ja auch eine Kooperation gestartet. Thorsten fragt gerade, was wir gerade machen. Er hat ein bisschen später eingeschaltet. Mick, jetzt musst du nochmal von vorne anfangen an der Stelle. Ah, der Thorsten Helbig? Nee, Nee. nee, gibt noch guter Ja, Punkt, ja, anderen. hast ja recht, das ist manchmal naheliegend. Nee, Thorsten helfe ich nicht, sondern ein anderer Thorsten. Nachnamen muss man ein bisschen, sag ich mal, verdeckt behandeln, aber nee, ist ein anderer Thorsten. Okay. Ja, wie gesagt, das ist unsere Internetseite hier, ib-markets-markets.de.
Ich bin, sage ich mal, nicht so aktiv in diesem operativen Geschäft. Das habe ich den Leuten, sage ich mal, überlassen, die von mir ausgebildet wurden, die das, sage ich mal, mittlerweile besser machen als ich. Weil sie die Geduld haben einfach. Die Zeit und auch, sage ich mal, die Motivation des Tradens, die Leidenschaft, sage ich mal, am Anfang sind. Wenn man das über 20 Jahre macht, da ist man irgendwann ausgelutscht, sage ich mal, in dem Bereich. Mein Fokus liegt eben mehr auf der Mathematik, der Physik und auf der Berechnung eben solcher Algorithmen, ne? Eher Naturwissenschaft, ne? Das, was du am Anfang eben schon erwähnt hast. Ne? In dem Bereich bewege ich mich und das wende ich eben, sage ich mal, am Finanzmarkt an. Also ein großes Messwerkzeug einfach für mich. Ja, das ist IB Markets, die Internetseite. Hier gibt es, sage ich mal, Möglichkeiten, sage ich mal, oben Software runterzuladen. Wenn man möchte, Phil, der kann das gerne auch mal erklären gerade. Ich gebe mal gerade, oder ich mach mal gerade. So, der hier oben klickt man drauf auf Broker und Software. Dann kommt man hier auf einen Bereich, Broker und Software, kann man draufklicken. Und dann hat man die Möglichkeit, sage ich mal, unten ein Demo-Konto zu öffnen. Wir sehen hier einen anderen Partnerbroker, GBE. Das ist, sage ich mal, zum Testen für die Copy- und Master-Software. Diese beiden Broker, sage ich mal, teilen sich, sage ich mal, die gleichen Konditionen. Ne? Das heißt, so dass wir, sage ich mal, auch selber nicht viel rechnen müssen. Ne? Jeder Broker hat, sage ich mal, Vorteile und Nachteile. Ne? Die kann jeder selber erforschen. Wie gesagt, beide, sage ich mal, Demo-Versionen können runtergeladen werden, können getestet werden. Da wir gerade, sage ich mal, etwas hier ein Webinar machen mit GFD, halten wir uns natürlich in dem Fall jetzt, sage ich mal, an GFD. Ne? Ja, man muss an der Stelle auch noch ergänzend sagen, wie gesagt, dass wir auch im Gegensatz zum GBE Broker eben keine Market Maker Lizenz haben. Ne? Das ist auch mal wichtig zu erwähnen an Exakt. dieser Stelle. Das ist der große und feine Unterschied, wo eben da auch tatsächlich am Ende des Tages abgerechnet wird, wenn man dann eben mal genau schaut, was hinter den Kulissen stattfindet. Aber wie gesagt, da seid ihr natürlich auch so weit aufgestellt. Was wolltest du uns noch zeigen, mein Großer? Ah ja, die Pakete. Genau, hier unten kann man sich, sage ich mal, den Stereo Trader runterladen. Man kann sich eine Lizenz erwerben. Wie gesagt, die ist so moderat. Ich glaube, der Dirk, was sind der? 29 Euro oder 39 Euro? 29 eigentlich, ja. Das ist, ich habe ihm auch schon gesagt, das ist wirklich sehr preiswert für das Tool an sich. Ja, also muss man sagen. Also ist ein Top-Preis. Könnte auch auf unserer Seite übrigens, liebe Leute, gell? Das ist genau das. Man muss es ja mit dem Broker mal in Verbindung bringen, also die Software Genau. sozusagen. Und da kannst du das praktisch kombinieren. Und wo Algo, den du jetzt arbeitest, geh nochmal zurück, also auf deine Seite. Oder hier jetzt sag mal das, was du jetzt auf MetaTrader selbst anwendest, ist dann praktisch auf dich bezogener. Stereotrader oder optimierter oder verifizierter beziehungsweise leicht veränderter Stereotrader oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, sag ich mal, ich verwende ja die API, die im Stereo Trader hinterlegt ist. Und da entwickle ich, sage ich mal, auch solche Algorithmen drauf. Es gibt, sage ich, noch mal andere Programmierumgebungen. Wir programmieren auch mit Delphi etc. Ne? Gibt ja auch Datenbankkonstrukte. Ne? Und wie gesagt, der Expert Advisor, der jetzt hier unten läuft, der ist angebunden an diese API. Ne? Es gibt Module, die wir den Leuten, sage ich mal, auch kostenlos zur Verfügung stellen. Können Sie sich nachher, sage ich mal, separat runterladen bei uns auf der Internetseite. Sind momentan noch nicht verfügbar, sind noch in Bearbeitung. Wenn aber in den nächsten Wochen, kann jeder, sage ich mal, zum Stereo Trader, sage ich mal, solche Module runterladen. Ja, und da kann man erstmal, sage ich mal, im Stereo Trader ein bisschen üben, testen, im Demokonto. Ja, und wenn man sich nachher wohlfühlt, fängt mal an, sage ich mal, ein Escher-Konto zu eröffnen. Und dann kann man, sage ich mal, anfangen, diese erlernten Fähigkeiten, die, sage ich mal, mit dem Stereo Trader geübt hat, einzusetzen. Jo. Dann machen wir mal weiter. Ja. So. Legen wir mal wieder mal eine Short Order rein. Das hast du jetzt aber rein intuitiv gemacht, sozusagen, oder weil du denkst, das Ding korrigiert jetzt in Kürze wieder. Ja.
Wie gesagt, da kann ich jetzt, sage ich mal, blind irgendwelche Orders reinhauen, weil die Maschine das im Hintergrund, sage ich mal, so berechnet, so ausgleicht, dass es trotzdem funktioniert. Ne? Ist ja ein bisschen die Zauberei, ne? Das klingt fast schon so, ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also, ich meine, die Marktrichtung ist dir in Anführungszeichen sozusagen egal. Ich meine, der schließt ja auch sehr schnell. Das heißt, sobald er, also du machst viele, viele kleine Gewinne und ab und zu auch mal, ich weiß gar nicht, müssen wir die Kontohistorie mal angucken, ein paar Verluste hast du ab und zu auch mal drin, aber das ist eher sehr überschaubar. Ja, das sind, sage ich mal, kumulierte Werte nachher. Ne? Also zu guter Letzt, das Ziel ist das Ziel. Sag ich mal, wenn mehr Positive da sind als Negative, kann man die trotzdem schließen. Macht ja Sinn. Ne? Weil es ja, ist ja grundsätzlich, man muss ja nicht unbedingt jeden Wert, sage ich mal, positiv schließen. Ne? Also diesen Zwang sollte man sich nicht aussetzen. Ne? Du hast auf jeden Fall eine ganz andere Vorgehensweise. Also gerade weil du dich, sag ich mal, hier relativ algo-gestützt auch am Markt bewegst, als viele andere unserer Gäste, die dann eben ein gewisses Setup haben. Ich meine, ich habe ja mit dem Rainbow Trading da selbst auch meine Faszination am Markt entwickelt, wo man im Prinzip dann natürlich schon versucht, auf gewisse Umstände zu warten, sozusagen, um einen Trigger-Point zu haben, reinzugehen. Du sagst ja selber, eigentlich ist es dir wurscht, wohin der Markt geht. Thorsten ist aber hier auch sehr kritisch, sagt, hallo Expert, macht das Konto leer, sagt er. Habe ich schon auf Demo 100.000 Mal getestet. Ja, da hat er vollkommen recht, aber nicht unsere. Ne? Wie gesagt, sag ich mal, Expert Advisor ist nur so gut, wie die Person, die davor sitzt, das Ding bedient. Ne? Auch der Stereo Trader ist ein Expert Advisor, nur ein hochkomplexer Expert Advisor. Es sieht aus wie eine Handelsoberfläche, ist aber ein Expert Advisor. Ne? Der einfach Das nur den. Ne, der MetaTrader benutzt als Schnittstelle, um die Orders nachher zu routen. Ne? Weil der MetaTrader selber, der spielt da eigentlich nur noch als Routing-Plattform noch eine Rolle. ist ein komplettes Frontend, was da aufgesetzt ist hier. Genau, richtig. Und da sind auch, sag ich mal, auch Charting-Tools und sowas drin, können wir nachher auch heute Nachmittag oder sowas nochmal eingehen drauf. Also, oder sag ich mal, das, was gewünscht wird. Ne? Wie gesagt, hier kann ich erstmal, sag ich mal, reinklicken, was ich möchte. Die Maschine macht genau das, was sie machen soll, irgendwie Geld verdienen. Ne? Wie gesagt, das ist aber die Mathematik. Ne? Können jetzt auch mal kluge Orders setzen. Das heißt, wir knallen hier einfach mal ein paar rein. Ne? Die Orders, die werden, sage ich mal, kumuliert zusammengerechnet und wir sehen, sage ich mal, hier eine grüne Linie, eine gestrichelte. Das ist die Break-Even-Linie für die Long-Position. Hier oben greift auch schon der Trail. Ne? Ja, er hat verkauft, einen Teilverkauf gemacht. Ich habe, sag ich mal, hier im Frontend, hier unten sind Buttons drin. Den Teilverkauf habe ich gerade erstmal voreingestellt, dass der automatisch passiert. Der Teilverkauf ist, sage ich mal, hier unten ersichtlich. Wir haben hier unten Abstände, ne? 1,10 Euro, 1,08 Euro. Also wir sehen, der arbeitet sehr filigran, ne? Also im Hochfrequenzbereich. Wie gesagt, wenn ich den freischalte, rattert der die ganze Zeit durch. Ne? Nur ich glaube, das ist, sag ich mal, so irreal, das kann man sich eigentlich so erstmal gar nicht vorstellen. Können wir eine auch heute Nachmittag vielleicht mal machen, wenn wir Lust drauf haben. Genau, nochmal da Anmerkung an der Stelle. Heute Nachmittag 14:15 vorm US-Markt. Handelst du da eigentlich den Dow Jones auch oder ist dann DAX oder Euro, US-Dollar dann eigentlich dein ausschließliches Vehikel sozusagen? Wir können alles handeln, aber wie gesagt, man sollte sich, sage ich mal, auf gewisse Werte konzentrieren. Hast recht. Und jetzt, ich sag mal, was Thorsten? Thorsten ist hier, sag ich mal, relativ aktiv im Chat. Thorsten, du hast recht, viele EAs sind also wirklich Schrott, auch die man draußen kaufen kann. Da sind Backtests zu sehen, die 10 Jahre lang Geld verdient haben. Reiner Demo-Backtest mit fixem Spread, keiner Slippage, alles völlig irrational. Und ja, es gibt wirklich jede Menge Schrott am Markt, also um nicht zu sagen, die ganz große Masse, weil wenn es so einfach wäre, Geld zu verdienen, nur mit einem Expert Advisor, dann wäre es zu einfach. Aber Mick hat ja vorhin auch schon gesagt, dass man so einen Teil auch, wenn es automatisiert läuft, überwachen muss, sozusagen im Zaum halten muss und nach dem Motto, ich lege mich da jetzt mal schlafen und lasse das Geld einfach handeln. Da gibt es auch zurzeit viele, sag ich mal, Auto-Trader-Tools, die ich da hier auf den ein oder anderen Social Medias immer lese, wo, ich sag mal, Anfänger mit so einem Copy-Trading spielend leicht jeden Tag Geld verdienen.
Wo ich dann am Ende des Tages aber auch sage, na, mal sehen, ob das in einem halben, dreiviertel Jahr immer noch der Fall ist, weil eben genau da sicherlich das hier nicht dafür gedacht ist, dass die Marktteilnehmer im Schlafen eben Geld verdienen. Und man muss auch immer wissen, dass natürlich hier man gegen ein ganzes Bollwerk von, sag ich mal, Senior-Hedgefonds-Managern und dergleichen handelt und da lässt sich keiner das Geld einfach mal so aus der Tasche nehmen. Und natürlich ist es so, dass viele Broker, gerade wenn sie ins eigene Buch nehmen, natürlich schon mal gar nicht Interesse haben, dass die Kunden da erfolgreich handeln. Und die Masse tut es ja leider auch nicht, weil eben die EAs Schrott sind, weil die Ergebnisse Käse sind, weil das alles eine Riesen-Marketing-Maschinerie ist. Das muss man ganz klar sagen. Da ist Schein und Sein ganz, 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 ganz großes Thema. Aber man kann an der Stelle nur sagen, wir versuchen hier bei JFD eben da einen anderen Weg zu gehen, weil wir eben nicht gegen euch stehen, nicht gegen euch handeln. Wir leiten die Orders weiter und die Orders, wenn sie weitergeleitet werden, gehen da an einen Pool, wo täglich Unsummen abgehandelt werden, gerade im FX-Bereich, aber auch im CFD-Bereich gibt es einen Liquiditätspool mit vielen Anbietern, wo die Orders eben nicht nur bei einem landen und auch schon mal gar nicht, wo die Leute eure Orders sehen. Und am Ende ist es aber trotzdem so, dass man natürlich die richtige Technik braucht, ja. Und wie gesagt, viele Algos und EAs verkaufen einem hier den Erfolg, der meinetwegen kurzfristig oder backgetestet funktioniert, aber real, live, über einen langen Zeitraum dann wohl nicht Bestand hat. Und ich meine, Mick, sein System liefert hier natürlich auch ab und handelt hier rumherum und macht auch wirklich riesige Umsätze. Dahingehend, dass eben kleine Positionen recht häufig rein und raus skaliert werden. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass das Teil ja auch jahrelange Entwicklung gekostet hat und auch Mick ja selber sagte, den würdest du jetzt nicht anschalten und eine Woche durchhandeln lassen ohne Beobachtung. Nee, genau, richtig. Also wie gesagt, jede Maschine, jeder AI, jede Technologie ist immer nur so gut wie die Person, die davor sitzt. Muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, der Wunsch oder der Traum, sage ich mal, die meisten nennen das Robot, was, sage ich mal, weit verbreitet ist, ob Robot oder AI, nur gleich, sage ich mal, andere Bezeichnung, aber das Gleiche mit gemeint. Ne? Die viele Leute verbinden, sage ich damit, sage ich mal, eine Maschine, ne? Leben in der Südsee und nicht mehr arbeiten. Ne? Und die Maschine läuft immer weiter und man lebt im Paradies. Das funktioniert einfach. Das ist genau Muss das, wo man. ich sage, das habe ich vermehrt jetzt festgestellt, dass es eben so nach dem Motto, ich folge so einem Profi-Trader, da werden auch Renditen hier von 50 bis 80% pro Monat gemacht, wo ja jeder vernünftige Trader schon weiß, also mit welchem Risiko wird denn hier gehandelt. Und Track-Rekorde, die hier länger als 6 Monate zugereichen, gibt es kaum. Das ist eben alles wirklich eine große Marketingmaschinerie und da wird eben viel Geld eingesammelt und das wird dann auch teilweise nach anfänglichen Gewinnen eben auch mal ganz schnell dann umgekehrt und dann ist das Konto mal schnell leer. Ja, auch mit so einem falschen Muster-Master-Trader. Aber das wollt ihr bei IB Markets ja eh anders machen, sage ich mal. Also es ist ja dann auch Anspruch neben der Entwicklung, da auch andere Wege Genau, zu richtig. gehen. Also bei uns, wie sage ich mal, steht, also bei mir persönlich steht etwas Ideologielles dahinter. Ideologisch, Ja. also philanthropisch fast schon, ha? Genau. Huh? Ich möchte gerne etwas verändern am Finanzmarkt und, sage ich mal, auch dem Privatinvestor selber die Möglichkeit, sage ich mal, bieten, sich, sage ich mal, um, sage ich mal, sein hart erspartes Geld, sage ich mal, zu kümmern. Ne? Wie gesagt, wir wissen ja heutzutage, die Banken, ja, ist ein Thema für sich. Ne? Da kann man, sage ich mal, nicht mehr viel erwarten in der Zukunft. Das heißt, man muss an diesem Spiel teilhaben. Ne? Also am besten früher als später. Hm. Ne? Ja. Sag ich mal, wir entwickeln die Software, die Technologie, die das eben ermöglicht, ne, den Leuten. Wir schulen die da drin, wir zeigen ihnen, wie das geht. Ne. Wie gesagt, brauchen wir auch keine Angst zu haben, ne, wegen den Kosten. Ne. Bei uns gibt es Stipendien, ne. Nennen wir das. Ne. Weil es gibt keine echte, sag ich mal, einen Studienbereich für den Beruf Trader. Warum nicht? Weil es keiner kann. Ne. Auch in dem Bereich möchten wir gerne was verändern. Sag ich mal, diesen Job, sage ich mal, professionell zu betreiben. Und Phil ist, sag ich mal, jetzt da seit gut 2 Jahren unter deinen Fittichen, wo wir ja vorhin schon mal kennengelernt haben. Phil, arbeitest du auch selber mit dem Stereo-Trader, mit dem gleichen Setup vom Mick an dieser Stelle? Ja, genau. Ich habe das also direkt mit dem Stereo-Trader also kennengelernt und ja, also ich sag mal, ich kann mir auch schon gar nichts mehr anderes vorstellen. Also weil es halt ein klasse Instrument ist, sage ich mal, womit du sehr schön arbeiten kannst.
Also unterstützt dich von vorn bis hinten sozusagen bei der, sag ich mal, einerseits dann eben erlernten Umsetzungsweise des Marktes, aber eben auch bei dem, wie man eben dann reingeht, rausgeht. Und handelt ihr da alle dasselbe? Also ich sag mal, gut, Mick sagt ja selber, ob long oder short, also ich sag mal, das ist in Anführungszeichen relativ. Wie gesagt, da gibt es viele, die das ganz anders sehen, die da gewisse Setups abwarten oder auch, sage ich mal, abgewartet wollen oder abgewartet wissen, eben bevor sie wirklich in Trade einsteigen. Aber da hat eben auch jeder Händler seine eigene Vorgehensweise und Erfahrungswerte. Aber handelt ihr da als Team da generell alle die gleichen Setups? Also wenn jetzt jeder sein Konto hat, sein Live-Konto, handelt da jeder nach dem gleichen Prinzip, Mick? Oder ist es so, dass da jeder doch schon noch seine eigene Vorgehensweise integriert oder eben dann das Automatisierte mit dem diskretionären Handel verbindet? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, sagen wir mal so, wir entwickeln, sag ich mal, Technologie, die den Menschen unterstützt. Ne? Also den kompletten Ersatz für den Menschen ist immer sehr schwierig, weil, wie gesagt, irgendwann verdummt man und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Der diskretionäre Handel, sage ich mal, mit automatischen Maschinen, natürlich, der Stay-on-Trader ist schon eine automatische Maschine. Ne? Sie übernimmt, sage ich mal, schon viele Prozesse. Selbst das ist schon ein AR. Ne? Wie gesagt, was man sich echt unter einem AR vorstellt, ist eben das, was wir hier entwickeln. Das, was man überall, sag ich mal, runterladen kann, hier bei MQL etc. Ne? Das ist, sag ich mal, Spaghetti-Code. Ne? Nennen das die Programmierer. Spaghetti-Code. Ne? Ja, das ist so zusammengewürfelt aus irgendwas. Ne? Sag ich mal, teilweise programmiertechnisch schön strukturiert aufgebaut, aber mehr davon ist eben Spaghetti-Code. Ne? Nur eben, wie gesagt, sehr vielfältig, viele Ideen, sehr konstruktiv, aber die Mathematik dahinter stimmt einfach nicht. Ne? Wie gesagt, wenn die Strecken, sage ich mal, nicht passen, um das Ziel zu erreichen, weil das sind alle statische Systeme, nichts Dynamisches. Ne? Natürlich muss man, sage ich mal, eine besondere Fähigkeiten haben, um zu handeln. Deswegen zum Beispiel der Phil, der hat eine sehr, sehr schöne Eigenschaft. Er Also hat, eine diskretionäre, eine eigene Vorgehensweise entwickelt sozusagen. genau, richtig. Jeder Mensch ist eben etwas anders. Ja? Er hat eine eigene Persönlichkeit und man muss, sage ich mal, für ihn, sage ich mal, erstmal ein Profil entwickeln. Ne? Ein Handelsprofil. Ne? Der eine ist, sage ich mal, etwas schneller, der andere etwas langsamer. Jeder Mensch hat eine besondere Eigenschaft. Ne? Wenn man die entdeckt, kann man die, sage ich mal, zum Vorteil einsetzen. Ne? Der Fehler zum Beispiel ein fotografisches Gedächtnis. Ne? Naja. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also sind ganz abgefahrene Dinge. Der guckt sich auch zum Beispiel einen Chart an. Ne? Also der prägt, sage ich mal, jeden Tick ein, den Ablauf, den Weg. Ne? Schreibt den oder zeichnet den nachher auf. Ne? Einige würden sagen, Autist. Ja, ist er aber nicht. Ne? Das ist nur einfach, sage ich mal, andere zeitliche Wahrnehmung und damit kann er eben gewisse Dinge anders sehen. So, der Andy. Ja, Der kommt heute der hat Nachmittag eine andere. übrigens. Der Andy studiert ja gerade noch, ne? Der ist jetzt heute in der Richtig. Uni. Ja, also. Andy ist erst um 3:30 von der Uni zu Hause. Ich weiß nicht, ob das Ah, stimmt. passt dann, ob wir dann noch Da hast du recht. Also dann. wir fangen ja 14:15 an. Das hatte ich vorhin, glaube ich, noch gar nicht zu Ende formuliert. Genau, an alle Teilnehmer. Wie gesagt, heute Nachmittag geht's noch mal weiter. Dann schauen wir uns ja noch mal an, was ja der US-Markt macht. DAX, Euro, Dollar sowieso. 14:15 geht's los. Eine Viertelstunde vor den typischerweise anstehenden Marktnews. Aber wir haben heute eh noch ein paar Reden von Notenbankern und dergleichen zu erwarten. Aber könntest du den gleichen Einwahllink wieder nehmen? 14:15, wie gesagt, heute mit dem gleichen Link. Und dann müssen wir mal sehen. 14:15, wir machen ja immer so roundabout 2 Stunden, 2,5 Stunden, je nachdem, was der Markt hergibt, wie viele Fragen sind. Ich meine, wenn Andi am Nachmittag noch dazu stößt, eh klar. Ansonsten werden wir das nächstes Jahr wahrscheinlich nochmal wiederholen können, wo dann Andi eben auch dann nochmal länger da ist. Aber ich meine, Mick ist ja natürlich hier, sage ich mal, ich will nicht sagen als Platzhirsch, aber als Entwickler und Kopf des Ganzen natürlich ohnehin dann immer hier im Fokus. Also insofern lassen wir da auch dem guten Andi da ruhig mal seine Zeit im Sinne dessen, dass er da noch fleißig studiert. Was studiert er, Andi, überhaupt? Ja, der arbeitet, sage ich mal, ehrlich gesagt, ich weiß selber nicht so genau. Irgendwas mit Elektro. Er studierte. Der ist gut, der ist gut. Aber okay, Elektro ist natürlich auch jetzt mal gar nicht so ungefähr, ne? Ja, das Andi kann. macht sein staatlich, also
geprüften Elektroniker lässt. Und Ah, ja, okay. also auf jeden Fall irgendwas mit Elektronik. Aber das ist, weil der Andy hat, sag ich mal, ist so ein Typ wie ich. Ne? Und eigentlich, sag ich mal, momentan, ja, ganz ungeschliffener Diamant kann man nicht mehr sagen. Ja? Weil er hat, sag ich mal, so viele Besonderheiten in sich mittlerweile entdeckt, dass er ganz abgefahrene Sachen baut. Ne? In der Elektrotechnik. Ja? Er zeigt mir das irgendwie jede Woche, was er da gebaut hat. Ne? So kleine Roboter mit elektronischen Schaltungen, die er programmiert hat. Wie gesagt, in sein, also er hat so einen großen Fortschritt gemacht in der Entwicklung. Und deswegen, wie gesagt, ich versuche dieses eine ganz besonders physikalische Eigenschaft eben nachzuweisen, ne, in einem Experiment mit mehreren Menschen. Einfach diese Besonderheiten in jedem Menschen hervorzurufen, ne, dass etwas passiert. Ne. So, der Andy hat entdeckt das alles mittlerweile und das ist so viel, ja, dass er natürlich, sag ich mal, viel beschäftigter Mann geworden ist. Selbst in der Schule, sag ich mal, vorher war das Programmieren schwer. Ne? Das heißt, wir haben mit relativ einfachen Kniffen das Programmieren gelernt. Ne? Und mittlerweile hat er, sag ich mal, noch die Zeit, zwei, drei Leuten, sag ich mal, bei der Klausur, sag ich mal, zu helfen. Weil er, sag ich mal, so schnell fertig ist damit. Ne? Er hat eine Leidenschaft, sag ich mal, in der Programmierung, in der Schaltung, sag ich mal, gefunden. Ne? Ob es, sag ich mal, jetzt hier im Programmieren von Robotern, von Algorithmen ist, oder ob es, sag ich mal, maschinell ist. Ne? Weil alles, was wir machen, muss Spaß machen. Ne? Das ist das Grundprinzip. Ne? Es darf keine Qual sein. Nee, absolut nicht. Da gebe ich dir absolut recht. Also, wobei Trading natürlich am Anfang ja, viele suchen ja den Kick, ja, da komme ich eigentlich fast jedes Mal drauf, dass die Leute meistens da das Abenteuer suchen. Wenn es am Anfang gut läuft, dann sogar dann das überhebelte Abenteuer und nach dem Motto, Geld verdienen ist ja gar nicht so schwer. Und am Ende gibt es dann den großen Schiffbruch, weil es eben unterschätzt wird. Ja, aber wenn man natürlich so ein Hobby oder eine Leidenschaft dann sozusagen ausbaut mit viel Zeit, dann kann sich am Ende des Tages oder der Zeit sich das auch durchaus auszahlen. Aber es ist natürlich wirklich ein Prozess. Hoppala, jetzt geht's aber hier bei dir zur Sache. Genau, ich hatte eben mal so zwischendurch, da war weitergesprochen haben, konnte ich bestimmt Prozess nicht erklärt. Am Anfang hatte ich ja gesagt, wir provozieren einfach mal eine Situation, wo eine Übertreibung drin ist. Ich hatte eben 2,2 Lotte aufgemacht gehabt. Und da habe ich hier oben, sag ich mal, ein Hedge gesetzt, um, sag ich mal, nochmal die Sinnigkeit eines Hedges, sag ich mal, zu erklären. Das heißt, in dem Moment, wenn man gehedged ist, sage ich mal, kann man immer noch später eine Entscheidung treffen, um an diesen Trade anzuknüpfen. Ne? Der normale Verstand, sage ich mal, sagt, eine Position aufmachen und irgendwo schließen. Ne? Warum, sage ich mal, arbeitet man nicht einen kompletten Prozess ab? Das heißt, so wie der Markt läuft, da drin zu handeln. Ne? Wie gesagt, mit dem Hedgen, das ist ein interessantes Thema. Da gibt es, also wie gesagt, Für- und Widersprecher. Ich will mich da hingehen. Also ich hatte auch eine Zeit lang Hedge-Erfahrung sammeln können. Unterm Strich ist es je nach Underlying eben eine Disziplin, dass man früher oder später dennoch einen Worst-Case-Stop einbauen muss, aus meiner Erfahrung heraus. Oder weil du kannst dich ja nicht bis ins Uferlose hedgen, weil sonst hast du so viele Positionen und das kann eben auch gerade auf mittelfristige Sicht echt teuer werden, wenn du dann Ja. ne? Aber ich sag mal, das ist aber auch ein Erfahrungswert, den man sammeln muss. Aber es gibt Anhänger des Hedgens, das glaubst du nicht. Andere halten es halt für Humbug, aber das ist auch wieder der Markt, ne? Der eine handelt diskretionär, der andere algorithmisch oder ich sag mal, der nächste intuitiv. Ja, also da gibt es ja wirklich facettenreiche Welt in dem Zusammenhang. Richtig, das ist ja Sichtwinkel, ne? Das heißt, es ist nicht immer für jeden Menschen, sage ich mal, das Gleiche, ne? Deswegen sage ich ja, man muss auf das Profil der Persönlichkeit einfach auch das Trading-Verhalten einfach zuschneiden, ne? Es gibt einfach keine Maske, die man drauflegen kann mit der Spraydose drüber und heute kannst du traden, Exakt. ne? Ja, das ist einfach ein Kunstwerk, ne? Also jeder Trader ist ein Künstler, ne? Jetzt Also haust du wieder der einen raus. Aber Trader. ich sage auch immer, es ist manchmal Chart lesen oder so ist wie Kunst. Das liegt immer im Auge des Betrachters an dieser Stelle. Jetzt setze ich gleich nochmal einen drauf an dem Punkt. Ja. Hast du recht. Es ist schon noch ein bisschen mehr. Aber ich sehe schon, da spricht auch die Leidenschaft da dir raus. Der ein oder andere wird es vielleicht nicht nachvollziehen können, aber du gehst da schon auf mit dem Markt. Seit 20 Jahren, bist du zum neuen Markt dazu gestoßen oder wie kann ich das mir erklären? Ja, das war, naja, schon viel früher. Also ich habe ja eigentlich so mit 17 angefangen. Da gab es dieses klassische Börsenspiel von der Kreissparkasse. Ne? Ja, ich Hat kenne das, kenne ich, ja. irgendwie mal einen guten Platz, sage ich mal, abgeräumt. Und Habe ich dann hast du gedacht, Blut geleckt.
Genau, richtig. Und da haben sie mich angefixt, ne? Wie in der Spielhalle, wenn man ins Casino geht. Ne? Kommt einer, gibt einen 5 Euro. Ne? Komm, spiel mal. Ne? Ja, gleiche Prinzip. Ne? So, und was habe ich getan? Ja, mein Vater natürlich, sage ich das mal, motiviert. Ne? Er hat dann erstmal brutal Aktien gekauft. Hat super Aber funktioniert. Hat ja. erstmal viele Autos gekauft. Ne? Hui. Ja, das macht man eben, ne? Als, sag ich mal Geld verdient. Ne? So, und dann lief die Börse aber irgendwann nicht mehr so richtig. Da kamen die ersten Insolvenzen in Deutschland, ne? Bremer Vulkan und Heidelberger Zement und all so ein Zeugs. Ne? Ja, und auf einmal wurden die Autos, sage ich mal, verkauft und die Autos wurden kleiner. Ne? Nur eben, sage ich mal, damals war eine andere Zeit. Ne? Da gab es Menschen wie Costellani und sowas, ne? Kaufen, lange liegen lassen. Der automatische Handel war dort noch nicht wirklich erfunden. Ne? Das heißt, ich habe auch, sage ich mal, zwei Stunden gemacht am Reißbrett, sagen wir mal. Ne? Auch das war mal eine Ausbildung am Anfang meiner Reise als Bauzeichner. Bauzeichner hast du sogar. So, Ja, ne? meine Güte, was ist ein Richtig. Tausendsasser da? Sag ich mal, ich habe, sag ich mal, viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Ne? Ich war lange Jahre Unternehmer, hatte eine sehr große Autovermietung in Deutschland gehabt. Ne? Nur, sag ich mal, das Konstrukt in Deutschland ist nicht, sag ich mal, so ausgelegt, dass Unternehmen Geld verdienen können. Ne? Es ist immer wieder auf eine Kontraktion ausgelegt. Das ist die Mathematik dahinter. Kann ich auch, sag ich mal, sag ich physikalisch, sag ich mal, nachweisen. Ne? Will aber keiner hören. Das ist das Interessante daran. Ne? Jeder möchte einfach so weitermachen. Ne? Ich glaube, da müssen wir mal ein separates Webinar nochmal machen hier über Mick und seine Erfahrung hier, sage ich mal, über den Tellerrand hinausblickend. Ja, richtig, genau. Das ist, ja, genau, richtig. Wir sehen, also das ist, geht schon wieder ins Philosophische, ins Mathematische, ne, ins Physikalische. Ne? Aber all diese Dinge sind einfach verbunden. Ne? Die gehören einfach alle zusammen. Wie gesagt, es ist ein Kunstwerk, weil wenn man diese Dinge alle verstanden hat, ne, dann versteht man auch den Markt, ne, wie dieses Konstrukt funktioniert. Mit Angebot, Nachfrage, ne, günstig einkaufen, teuer verkaufen. Ne. Jetzt hast du hier jetzt hast du den Stein der Weisen geweckt, Mick. Gerade im Zusammenhang, warum deutsche Unternehmen kein Geld verdienen. Aber wir müssen uns ein bisschen auf den Markt konzentrieren. Aber Uwe an der Stelle auf jeden Fall nachvollziehbar. Klaus, ja, das Webinar mit Mick. Mick ist ein Spezialist beziehungsweise ein sehr, sehr eigener Charakter mit seiner, sage ich mal, Herangehensweise und auch Markterklärung. Wie gesagt, wir haben ja immer verschiedene Live-Events mit verschiedenen Teilnehmern, sowohl eben auch schon, wenn hat man also die ATT Group oder Thorsten Helbig oder Jay Madrow in Sachen des Forex-Bereichs. Also da sind die Charaktere immer so unterschiedlich wie eben jede Persönlichkeit. Und das ist, wie gesagt, immer eine Herangehensweise. Dem einen gefällt's, dem anderen gefällt's nicht. Da muss man aber ein bisschen, sage ich mal, vielseitig sein. Und wir wollen eben auch mal hier verschiedene Trader-Charaktere zeigen. Und Mick hat eben hier tatsächlich mit seiner mathematischen Betrachtung und auch hin und wieder dann eben auch über den Tellerrand blickend eben einen ganz anderen Ansatz. Und insofern ist es immer auch vielleicht für den Zuhörer nicht immer ganz so leicht nachvollziehbar an der Stelle, wenn Mick hier, sage ich mal, die Grenzen schlägt. Aber jetzt vom Markt her gesehen, bist du jetzt hier, sage ich mal, in einem Modus, lässt du die Maschine jetzt vollständig selber handeln oder hast du ja auch noch manuelle Orders sozusagen drin? Genau. Ich hab jetzt gerade, also die Maschine ist noch an. Machen wir gerade mal aus. Ich habe jetzt gerade mal etwas Negatives abverkauft, wieder eine nächste Fehlentscheidung provoziert. Ne? Das heißt, oben jetzt die Longs raus. Wir haben eine Minimierung der Balance um 20 Euro, sind aber short platziert. Ne? Das heißt, das wäre jetzt, sage ich mal, die dritte Entscheidung. Ne? Fangen wir nochmal an. Hätte ich am besten vorher Screenshots, können wir aber näher nochmal machen. Das heißt, oben habe ich gehedged. Auf der Reise nach unten, Mittelweg, eine gleich große Position aufgemacht wie die Hedge-Position. Wäre nach oben gegangen, hätte ich die gleiche Strecke oben gebraucht, ne, um alles positiv rauszuverkaufen. Hat er nicht gemacht. Was habe ich denn dann gemacht? Jetzt haben wir. Idealerweise wäre es gewesen, wenn du deine Buys da oben abgeholt hättest. Du hast ja auch immer da das Limit oder die Vierecke an der Seite, die da rechts sind, die zeigen ja einmal die einzelnen Orders und das dicke Viereck zeigt ja praktisch den Break-Even, wenn ich das richtig sehe. Viereck?
Also rechts da, die am Panel, am Dom, also hier praktisch da rechts, die, genau die, das ist Ach ja so. praktisch, genau, das sind die kleinen Orders und das große Viereck ist praktisch der Break-Even an der Stelle, oder? Genau, pass auf, die Punkte sind alles Orders. Wie gesagt, ich flitsche die jetzt alle hier bewusst rein. Das sollte man nicht mehr machen, ne? Weil das Ding hier ist eine Setup-Kerze nach oben. Ja? Der setzt jetzt hier auf und wird er wahrscheinlich oben flitschen. Ne? So, hatchen wir das Ganze nochmal. Hier oben sehen wir minus 4,9. Ne? Machen hier oben eine 4,9 rein, die Order Size, und machen eine Buy rein. Ne? So, erstmal gehatcht. Schalten den EAA aus. Die Funktionen aus. Aber ist das jetzt so sinnvoll? Also ich meine, gut, jetzt hast du die Situation, also die Position gehedged. Also du hast viele, viele kleine Positionen jetzt durch eine große abgesichert, oder? Kann das sein? Hast du? Durch die gleiche Größe, wie sage ich mal, das ganze Bestand. Hab den ja ausgeschaltet. So, jetzt kann ich erstmal durchatmen. Ne? Das heißt, wir machen die gleiche Situation nochmal, wo ich gerade eben die Situation nicht durchgehend erklären konnte. Das heißt, wir wiederholen das Ganze jetzt nochmal. Das heißt, du siehst, wir produzieren eine automatische Schleife dazu. Ne? Aber der Witz ist, ich meine, das ist immer jetzt so die kleine Frage. Ich meine, deine Equity verändert sich jetzt ja grundsätzlich erstmal gar nicht, weil das ist ja jetzt hü oder hot. Also ich sag mal, du hast ja jetzt gleiche Size auf jeder Richtung. Das heißt, also die im Gewinn ist, wirst du jetzt dann irgendwann schließen wollen wahrscheinlich. Und die dann jetzt im Verlust rumpendelt, hedgst du die dann immer wieder weiter ab oder was ist da der Ansatz dahinter sozusagen? Also, sage ich mal, viele Wege führen nach Rom. Das ist ja das Schöne daran. Man kann hedgen und kann sich dann, sage ich mal, einen Plan zurechtlegen, wie man mit dieser Situation umgeht. So, jetzt haben wir, sage ich mal, diese gehedgte Situation und jetzt, sage ich mal, hier unten haben wir all diese Positionen. Ich weiß nicht, ob die meisten wissen, dass man auch aus großen Positionen Einzelwerte rausverkaufen kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Größe hat von einem Lot, kann man auch 0,010 aus einer Position rausverkaufen, wenn man das möchte. Ja, das ist korrekt. Das gab es übrigens auch ja im FX-Bereich jetzt. Also gibt es ja jetzt auch die Mikro-Lots, ja, die gab's vor 10 Jahren noch gar nicht. Und die Mini-Lots, sage ich mal, waren dann auch so eine Erfindung der Neuzeit. Es gab ja nur die volle Lot, also die 100.000 Einheiten-Order. Und da bewegt sich ja ein Pip dann, ich sag mal, je nach Währungsverhältnis, aber eben 8, 9 €. Also ein Punkt, ein Pip, und der Pip ist natürlich dann die kleinste Maßeinheit, also vielmehr die Pipette, aber der Pip als solches als Zählwert beim Forex-Handel, und das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Aber Klaus, an der Stelle, wenn du noch eine Frage hast, speziell, ruhig mal reinhauen nochmal, was du da aufgeklärt wissen willst oder was dich da, sag mal, an Mick seiner Vorgehensweise da so ein bisschen, sag ich mal, verwirrt hat, um es mal so zu sagen. Lass es uns ruhig mal teilhaben, weil, wie gesagt, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch ähnlich. Mick ist, wie gesagt, ein spezieller Typus. Er sagt ja selber, kommt aus dem mathematischen Bereich, sieht eben den Markt da hier auch teilweise wirklich philosophisch. Und jetzt mit dem Hedge natürlich auch eine interessante Geschichte, wie es dann am Ende des Tages sozusagen ausgehen wird. Ist dein Ziel jetzt, jede Puzzle, also es ist natürlich immer wieder der Ansatz, ne, der Stein der Weisen, aber willst du dann jetzt sowohl den Buy als auch die Sell Orders in einem Gewinn absichern oder bist du dann auch irgendwann so, dass du sagst, du realisierst jetzt dann Verluste, wie vorhin ja auch geschehen, wo du dann praktisch die Orders rausgenommen hast. Momentan ist ja erstmal alles gesichert. Das heißt, es kann nichts mehr passieren. Einzigste, was passieren kann, wenn ich das, sag ich mal, 3 Wochen liegen lasse, dass ich einen Swap habe, also die Haltekosten überlasse. Ne? Das sollte man natürlich nicht so vermeiden. Ne? Aber sag ich mal, in 3 Wochen hat man, sag ich mal, die Möglichkeit, diese ganzen Positionen nach und nach abzuarbeiten. Ne? Aber Das heißt, auch wenn die jetzt alle gebündelt sind auf einem Block, ne, sage ich mal hier, ne, ich mache das unten mal gerade raus. Wir haben oben die Break-Even-Linie, grün, und unten die rote. Ne. Das ist die Spanne. Ja, die Spanne dort, sage ich mal, was fehlt, ne, im Verhältnis zur, sage ich mal, gesamten Positionsgröße, ne, 4,9. Ne. Wir können, wenn wir nach und nach kleine Positionen rausverkaufen, ist es so, als wenn wir ganz normal am Handel teilnehmen. Ich Aber das weiß nicht. nicht, warum. Ja, Fahr fort, du was bist. Fahr fort, das ist interessant.
Ich weiß nicht, was uns dazu zwingt, sage ich mal, immer nur diese eine Handlung zu tun, eine Position zu kaufen und die dann irgendwie wieder zu verkaufen oder irgendwas zu schließen. Wie gesagt, das tun wir im normalen Leben ja auch nicht. Das heißt, wir schießen uns ja auch nicht in den Kopf, ne, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Dann versuchen wir das Problem dann Das erstmal sind zu aber harte lösen. Ne? Worte. Das ist ja eine Ja. harte Schlussfolgerung, Mick. Aber wie gesagt, das ist natürlich, da spricht der Mick wieder aus sich heraus, ohne einen Blatt vor den Mund zu nehmen. Da sind natürlich die Ansätze vielseitig, wie man, sag ich mal, mit Problemlösungen umgeht. Aber ich sag mal, du willst dich da sozusagen breit aufstellen und die Richtung als solche ist dir dahingehend egal. Wie gesagt, das ist für viele Marktteilnehmer so nicht das Setup, was sie gern fahren würden, aber das ist etwas, wo du sagst, damit kommst du gut zurecht. Richtig, genau. Also, wie gesagt, mein Konzept muss nicht für jeden anderen auch funktionieren. Ne? Es muss, sage ich mal, nur die Leidenschaft von einem sein. Wie gesagt, wenn, sage ich mal, man gerne handelt, sollte man sich, sage ich mal, für das Traden entscheiden, ne? Damit es nicht so lange dauert. Wenn man, sage ich mal, nur Investor sein möchte, kann man auch, sage ich mal, größere Positionen längerfristig halten, wenn man ein Auge dafür entwickelt hat. Ne? Man sollte das aber schon mal klug tun, ne? Also mit richtigen Produkten, mit richtigen Werten. In letzter Zeit, sage ich mal, so viel im Umlauf, die Geschichte mit Bitcoins. Ne? Ich Ja, sage ich riesen mal, Thema. sag ich mal, ein interessantes Produkt, wird es ja wahrscheinlich auch irgendwie in der Zukunft immer geben, sowas in der Richtung. Ob es Bitcoin ist oder irgendwas anderes, wissen wir nicht. Ne? Nur eben die physikalische, mathematische Eigenschaft erklärt einfach, dass dieser Hype um diese Kryptowährung momentan, sag ich mal, eine Wiederholung des neuen Marktes ist. Ne? Das heißt, die Parallelen dazu sehe ich sehr deutlich, weil du mich eben angesprochen hattest, ne? Aber zu Zeiten des neuen Marktes, ne? Hatte ich eben auch noch unterbrochen gehabt. Ja, das habe ich auch alles erlebt. Ne? Ja, der neue Markt war, sage ich mal, auch eine Fiktion. Ne? Das heißt, Unternehmen mit drei Computern waren auf einmal hunderte von Millionen Euro wert, Milliarden. Ne? Keine Frage, keine Frage. Und genau hier auch. Ja. Das heißt, irgendein digitales, das Ding hat nur den Wert aufgrund der Fantasien. Ne? Ja, und es frisst auch ungemein Strom wie ganze Länderregionen schon, das Mining bzw. Schürfen verschiedener Coins. Das muss man ja auch mal sehen, was da an Rechenleistung produziert wird und dann im Sinne der Horido, Umweltschonung und so, ich sag mal, was da digital verblasen wird an Energie, ist natürlich auch wieder, sage ich mal, ein bisschen zwiespältig. Aber mit Bitcoins, das ist ein Thema, werden wir sicherlich im nächsten Jahr auch nochmal aufhängen. Ich meine, als Handelsprodukt ja enorm. Ja, ich weiß nicht, ob du den Bitcoin schon mal gehandelt hast, aber der bewegt sich ja, wie gesagt, gab ja schon Tage mit 20, 30% und das ungehebelt. Ist das ein zu heißer Markt für dich an der Stelle oder sagst du, weil du ja sagst, das ist ja, wie gesagt, eine Wiederholung des neuen Marktes. Ich gebe dir recht, das ist etwas exponentiell, was da gerade abgeht, aber in der Frage ist es doch schon mal interessant. Nehmen wir das mal so. Ich mache mal den Bitcoin auf. Ne? Wir haben hier ein Dings, Bitcoin. Wie gesagt, GFD bietet ja auch an. Ich habe nicht gesagt, sage ich mal, dass, sag ich mal, das, was GFD anbietet, schlecht ist. Ne? Nein, Nur nein, das nein, es Produkt. ging, nee, um Gottes Willen, es ging, nein, um Gottes Willen, es ging ja nur, also ohne Witz, der Bitcoin ist wirklich ein heißes Teil. Die Volatilität ist nicht ohne und ich sag mal, wir haben hier, sag ich mal, dank unseres Liquiditätspools da den CFD drauf, weil ich meine, der Kryptomarkt selber ist ja auch so mega intransparent. Die ganzen Kryptobörsen, man weiß ja gar nicht, wie die Preise sich zusammensetzen. Also das ist wirklich wilder Westen in Anführungszeichen und ich meine, klar, die Euphorie beim Krypto ist enorm. Das jetzt der Krypto Euro, also BTC Euro, das ist sicherlich das, also in Dollar, so weiß ich gar nicht, wo wir heute stehen, da haben wir ja knapp die 10.000er Marke vorm Visier. Und da schaut ja auch die ganze Welt drauf. Aber Krypto ist halt wirklich etwas, ich sag mal, die Hintergrundtechnologie, Blockchain ist, sage ich mal, genau das, wo ich sage, da wird sicherlich was sehr, sehr Interessantes entwickelt, was auch langfristig sich durchsetzen kann oder eben nicht. Wir werden es erst nach einigen Jahren wissen. Blockchain als solches finde ich sehr, sehr spannend. Kryptos, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch weil du es mit dem neuen Markt verglichen hast, ganz sicher eine Phase, gerade weil es jetzt mehrere, also deutlich über 1000, ich weiß gar nicht, wie viele gibt es mittlerweile, 2000, aber auf jeden Fall sind wir über 1000 Coins, viele Trittbrettfahrer, das ist ähnlich dem neuen Markt, da ist kaum was dahinter und viele Luftblasen, aber ich glaube, die eine oder andere Kryptowährung, ob das jetzt der Bitcoin sein wird, weil es die älteste ist, weiß ich nicht, weil schaut es doch mal in die 90er Jahre zurück, die Webseiten, was waren das damals hier? Yahoo oder Das irgendwelche anderen Seiten, ne? Die sind ja alle untergegangen. Also ich meine, die gibt es heute nicht mehr, waren damals ganz groß, aber ich glaube, die ein oder andere Kryptowährung wird sich wahrscheinlich durchaus durchsetzen, aber dass die natürlich hier den Dollar ablösen, ja, oder den Euro, das ist eher unwahrscheinlich.
Ich glaube, dass, sage ich mal, dass irgendwann jetzt bald reguliert wird. Ne? Und Das ist da kommt die genau wie nächste mit, Granate. genau das gleiche, auch wieder die Wiederholung wie zur neuen Marktzeit, sage ich mal. Es wird genau danach gab es eben auch wieder Regulierung, bla bla bla, Börsenaufsicht und der ganze Krempel. Ne? So, aber es passiert immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. So, und was ist danach passiert? Es passiert wieder das Gleiche. Es dauert eben nur wieder ein paar Jahre länger. Ne? Das heißt, da kommt irgendwann wieder ein neues Produkt. Es ist immer, ob es ein Swap ist oder ob es ein neuer Markt ist, ob es der Nennwert ist oder irgendein anderes Ding. Es ist immer die gleiche Wiederholung. Und wir haben eben im Bitcoin genau diese Sache jetzt. Das Ding wird sehr wahrscheinlich erstmal, sag ich mal, irgendwie in die Knie gehen. Irgendwas. Ne? Also ich weiß es nicht. Ne? Danach wird man das Ding sehr wahrscheinlich wiederbeleben, wird da irgendwie irgendwas mit Auflagen, mit Aufsicht irgendwas konstruieren und dann geht es da irgendwo weiter. Ne? Die elektronische Währung ist nicht mehr wegzudenken. Das heißt, die Regierungen, die Staaten wollen einfach den Finanzfluss kontrollieren und regieren. Ja, Ne? das ist der Nur, Punkt. Das ist der Punkt. Ich meine, ja. die Kryptowährung hat sich ja auch groß gemacht wegen der, ich sag mal, eben dem ist ja entstanden nach der Finanzmarktkrise, ja, Unsicherheit und Nichtvertrauen und bla. Aber man muss ja sagen, wenn man das als Währung sieht, allein die Volatilität und die Performance jetzt, das macht ja schon fast blind nach dem Motto, so leicht Geld verdienen und vervielfältigen. Das ist schon, also ich habe einen neuen Markt auch erlebt, ich habe auch die Finanzmarktkrise erlebt und Mick, du bist genauso lange da tätig. Ich meine, ich will das jetzt nicht mit der Silberblase oder der Tulpenblase vergleichen, ja, werden ja auch schon Nährwerte herangezogen. Wenn der Bitcoin mal bei 100.000 Dollar stehen sollte, dann hat er sich nochmal vervielfacht. Das weiß kein Mensch. Aber am Ende ist es schon so, dass das natürlich ein Riesenmarkt ist, der eben total intransparent und unreguliert ist. Und wenn da die Regulierung kommt, dann wird es erstmal ein bisschen scheppern. Wobei die ja auch an das CME eben hier den Future einführen wollen. Aber das machen sie eigentlich auch nur deshalb, weil sie nicht an den Bitcoin glauben, sondern weil der Markt derzeit einfach danach verlangt, ja, so ein Terminmarktprodukt aufzusetzen. Und am Ende des Tages wirst du da auch keine Bitcoins bekommen, sondern reale Geldwerte. Das heißt, das ist in sich, wie gesagt, ein Riesenthema. Es ist aber auf jeden Fall spannend. Ich finde die Blockchain-Technologie als solches sehr, sehr wichtig und interessant, auch für andere Unternehmensbereiche in Sachen Datenmanifestierung und eben auch Zuordnung und dergleichen. Aber die Kryptos, also es ist wirklich ein richtig spannendes Thema. Vor 1,5, 2 Jahren hat noch kaum einer darüber gesprochen. Heute steht es fast in jeder Zeitung und das erinnert schon ganz stark an Bubble-Situationen. Aber jetzt sag mal hier, du bist jetzt schon wieder aus allen Positionen raus. Also ich sag mal, du skalierst rein und raus. Das ist natürlich hier von der Nachvollziehbarkeit schon ein bisschen kryptisch. Ja? Also es ist wirklich für den einen oder anderen, der hier sozusagen zuguckt, kann das gar nicht so richtig nachvollziehen, die vielen Orders, die du hier rein und raushaust. Ich meine, der Broker freut sich da am Ende wegen der Commission, das ist sicherlich nicht schlecht. Also dein Volumen, was du hier durchhaust, sag ich mal, ist ja recht hoch und anständig an der Stelle. Aber es machst du auch halt aufgrund dessen, dass du den Markt nicht wirklich voraussehen willst, sondern immer die Bewegung mitnimmst, die denn da so kommen an der Stelle, oder? Natürlich, mal so, ich kann mir ja, sage ich mal, keine Fiktion da, sage ich mal, reindenken. Das, was der Markt tut, sollte ich natürlich auch tun. Ne? Hört sich auch wieder komisch an, genau wie dieses günstig einkaufen, teuer verkaufen, aber da kommen wir wieder auf die Liquidität zurück. Ne? Das heißt, wenn man, sage ich mal, so einen Wert hat, wie diesen Bitcoin hier, ne? Das heißt, so, dann springen wir mal, das Ding. Ja. Links, das ist der Bitcoin. Ne? Das Ding ist doch total zerrissen von der Liquidität. Hier sind überall Lücken dazwischen. Ja, ist eine Minute, ja, aber hier rechts, das ist der Euro-US-Dollar, ist auch eine Minute. Sag ich mal, man sollte nur liquide Werte handeln, damit man schnell rein und schnell rauskommt. Ich weiß nicht, ob ihr den Spread hier oben gesehen habt. Hier oben, das hier, ne? Aas, und das ist der Bitkurs. Das Ding kann man nicht handeln. Ne? Also zumindest nicht zum Traden, sage ich mal. Ne? Langfristig oder sowas weiß ich nicht. Ne? Aber wie gesagt, für mich eher, sage ich mal, eher ein Casino-Produkt. Ne? Na, der Bitcoin-Euro, der Bitcoin-US-Dollar hat dann auch noch einen Stück weit engeren Spread, wobei der jetzt auch immer höher wird, je nach Volatilität. Ja, da passen die Liquiditätsprovider an. Aber wir wollen uns ja jetzt, sagen wir mal, dem zuwenden, was du handelst. Ich meine, Bitcoin, da werde ich auch nochmal einen Gast laden, liebe Leute, im nächsten Jahr, wo wir dann noch ein bisschen eben auch über Bitcoins mal ein Stück weit einen Querschlag machen. Ja, da könntest du auch mal gespannt sein. Aber ich sag mal, von der Volatilität her hat es natürlich wirklich eine mega Ausmaß. Und ja, der Spread ist relativ hoch, weil die Liquiditätsprovider sich für mehr oder weniger auch versuchen, am Realmarkt abzuhedgen. Aber der Realmarkt ist ja auch gerade Coinbörsen oder was auch immer. Das ist natürlich da auch, ist, wie gesagt, sehr, sehr intransparent. Aber wir sind mal gespannt, wenn die Regulierung kommen und die werden kommen und
Weil der wilde Westen wird nicht ewig so fungieren. Es gibt, wie gesagt, ja auch viele Zentralbanken, die das Zentralbanken, die da sehr kritisch gegenüberstehen. In Japan wiederum ist es, sage ich mal, wieder eine ganz andere Melodie, die da gespielt wird. Das ist auch ein Stück weit Marktverwirrung, die jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, das ganze Thema transparenter zu machen. Aber wir warten mal ab, was da kommt. Spannend wird es auf jeden Fall. Aber du selbst jetzt, back to the market. Jetzt haben wir hier, was soll man jetzt? Wir sind hier gut. Acht, jetzt sind wir fast Genau. 2 Stunden schon am Werkeln, wie ich feststelle. Genau, also haben wir, sage ich mal, jetzt 2 Stunden 6 € verdient. Ja, es ist natürlich. ich habe das jetzt extra mal, sage ich mal, ein abgearbeitetes Konto. Ich wollte einfach jetzt nur mal zeigen, wie gesagt, wenn ein Problem aufgetaucht ist, wie man dieses Problem einfach abarbeitet. Ne? Man muss das nicht schließen. Man muss sich einfach nur drum kümmern. Ne? Ja, und sage ich mal, einfach wegklicken ist einfacher meistens. Ne? Wie sage ich mal, wir versuchen, sage ich mal, das bei den Leuten zu trainieren, ne? Sage ich mal, doch in diesen Schritt weiterzudenken und doch mehr zu tun. Ne? Wenn ein Problem aufgetaucht ist, da sich mit zu beschäftigen, nur so lernt man das nachher. Ne? Das heißt, sich mit dem Problem zu konfrontieren. Das heißt, wenn man Stereo Trader übt, ne? Einfach alles tun und dann wirklich auseinandersetzen damit, nicht einfach wegklicken. Ne? Am Anfang kann man das erstmal ein paar Mal machen. Ne? Aber irgendwann muss man sich mal hinsetzen und versuchen, mal ein Konto stabil, ob es ein Demokonto ist oder real, ne? Die Entscheidung zu treffen, es einfach zu tun, zu handeln. Wir bieten, sage ich mal, die Möglichkeit, sage ich mal, an unseren Handelsprozessen regelmäßig teilzunehmen über ein Softwareprodukt, den Copy Trader. Ne? Das ist, werden wir die Tage, sage ich mal, zur Verfügung stellen als Link. Vielleicht kann der Chris das auch nochmal irgendwie dann weiterleiten, wo die Leute sich einfach, sage ich mal, spaßeshalber bei uns einklinken können und einfach zusehen, wie Maschinen von uns arbeiten, wie wir selber arbeiten konstant. Sie können sich, sage ich mal, da dranhängen, ne? Und können das einfach, sage ich mal, bei sich auf dem Konto spiegeln lassen, als Unterstützung, als Hilfe. Aber das muss, also und der, also sag mal, die Handelsfrequenz, die da abgefeuert wird, da muss man aber, sag ich mal, auch gewappnet für sein am Ende des Tages, ne? Sag ich mal, es gibt Konten, zum Beispiel der Phil, ne, ist ein moderater, renditeorientierter Händler. Ne? Der handelt jeden Tag konstant, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, Trefferquote. Der handelt jetzt nicht so aggressiv, das, was wir vielleicht gesehen haben. Ne? Es war auch nur eine Demonstration, ne, dass man einfach mit solchen Situationen umgehen kann. Wir können auch her, sag ich mal, auch mittags danach. Sag ich mal, eine andere Situation. Jeder kann sich, sag ich mal, etwas ausdenken oder sowas. Wir können alles, sag ich mal, simulieren. Oder sag ich mal, wenn einer ein Problem hat, gerade aktuell, schaffen wir die gleich und dann versuchen wir die gemeinsam, sag ich mal, abzuarbeiten. Ne? Vielleicht hilft das den Leuten. Irgend sowas in der Richtung. Ne? Ich glaube, die Wünsche können gestellt werden. Die sind offen für alles. Ne? Das bietest du mal, also am Nachmittag, liebe Leute, wie gesagt, das ist ja also hier jetzt direkt, weiß nicht, die Teilnehmer lauschen sozusagen dem Vorgehen. Wie gesagt, du hast da, das habe ich ja auch vorhin dem Einwurf vom Klaus ein bisschen entgegengebracht. Das ist wirklich, wie gesagt, eine andere Herangehensweise von dir. Und es ist, wie gesagt, wir haben ja viele verschiedene Händlertypen und auch Vorgehensweisen. Und das ist ja auf jeden Fall auch mal interessant, da, sag ich mal, eine andere Marktbetrachtungsart zu finden. Ich hatte, muss ich zugeben, ich kenne ja auch den Erich Schmidt sehr gut vom Gottmor Trader, der da auch eine Faszination fürs Hedgen hat. Also ich sag mal, da bist, in die Kerbe gehst du ja auch, sage ich mal, rein. Und das ist natürlich aber immer ein sehr, sehr eigener, spezieller Ansatz. Und wenn aber hier die Marktteilnehmer hier und da einen Wunsch haben, aber der kam bisher noch gar nicht, nach dem Motto, wir haben jetzt hier einen Wert oder hätten gerne mal das analysiert, bist du da eigentlich, da komme ich jetzt eigentlich mal zum nächsten Punkt, auch so eine Buy-and-Hold-Geschichte. Also ich sag mal, wer jetzt seit 8 Jahren, also im Anschluss an die Finanzmarktkrise grob, Aktien gekauft hat, hat ja tendenziell immer nichts falsch gemacht. Bist du da auch, sag ich mal, so ein Buy-and-Hold-Aktivist oder bist du eher so wirklich nur trading-affin? Das heißt, dein Fokus liegt tatsächlich im Intraday-Bereich oder hast du da auch eine andere Passion, die da irgendwie sagt, du hast da auch langfristige Ambitionen und guckst dir auch mal den großen Index an auf Monatsbasis und oder sowas in der Richtung? Natürlich, ja, natürlich, aber das Schöne ist, macht der Phil und der Andy bei uns. Ne? Die kümmern sich eben um die, also da ist vollstes Vertrauen drin. Ne? Das heißt, wie gesagt, die können eben bei mir, sage ich mal, walten und tun, wie sie möchten. Ne? Ich halte immer das Auge drauf, ne? Dass, sage ich mal, alles, sage ich mal, vernünftig abläuft. Ne? Aber momentan machen die es sehr wahrscheinlich besser als ich. Ne? Weil ich bin eben nicht langfristig orientiert. Ich bin etwas schneller. Ne? Sehen wir ja hier. Ne? Und das ist eben nicht jedermanns Sache. Ne?
sag ich mal, der Investor oder sag ich mal, der davon betroffen ist, der fühlt sich, sag ich mal, wohler, wenn das alles moderater abläuft. Nicht so schnell, nicht so hektisch oder sowas. Gibt den Leuten, sag ich mal, ein besseres Gefühl. Ne? Aber ich habe ja gesagt, ob der Schmerz schneller kommt oder langsamer, spielt keine Rolle. Ne? Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich meine, es ist ja auch bei vielen Marktteilnehmern so, die jetzt eben seit 2009, 10, 11, da irgendwo, ich meine, gut, wir hatten in Fukushima 2011, aber die dann eigentlich nur den Buy-Only-Modus kennen, für die ist der Aktienmarkt ja eigentlich auch ein Eldorado, ähnlich wie der Bitcoin jetzt, ja, einfach kaufen und zuschauen, wie die Rendite wächst. So eine richtige 30, 40% Marktkorrektur hat da noch keiner erlebt. Beim Bitcoin gab es ja auch schon sowas in der Art, aber das hat, wie gesagt, andere Verhältnisse. Aber grundsätzlich soll ich sag mal, da muss man auch sehen, wie die Reise weitergeht, aber grundsätzlich gibt der Markt natürlich viel her, sei es kurzfristig oder eben auch mittelfristig, und du bist ja hier, wie gesagt, mit dem kurzfristige, mit der kurzfristigen Affinität gesegnet und hast dich da hier mit dem Algo Unterstützungstool Stereo Trader sozusagen auf deine Welle begeben, und das ist sozusagen dein täglich Brot. Entwickelst du da praktisch auch die Algos weiter oder selber, weil du gesagt hast, du bietest ja auch an, gewisse Tools zu entwickeln für andere auf den Stereo Trader basierend. Das heißt, du baust da auch eigene Handelssysteme sozusagen. Ja, ich bin, sag ich mal, so ein crazy Typ, der irgendwie, den ich schläft, sag ich mal, ja, und nachts, sag ich mal, immer neue Algorithmen entwickelt. Die stelle ich, sag ich mal, bei uns im Pool immer zur Verfügung, ja, damit die Leute, sag ich mal, die Dinger testen, prüfen, ja, damit die mal lernen, damit umzugehen, ne, dass die Geräte zu bedienen. Wie gesagt, dann geben sie mir in der Regel, sag ich mal, ein Feedback, ne, und dann weiß ich, sag ich mal, was die Maschinen richtig tun oder was nicht. Ne. Sag ich mal, weil zwei Augen sehen einfach viel weniger als das, was viele sehen können. Ne. Deswegen ist die Unterstützung also immer gewollt, ne, dabei. Die gemeinschaftliche Zusammenarbeit hat, sage ich mal, sowas entstehen lassen. Jetzt bei euch in der Entwicklung selber, bei IB Markets meinst du jetzt speziell? Genau, und gesagt, es gibt ja, sage ich mal, noch andere Leute. Ne? Es gibt zum Beispiel die Karin Kneggi, ja? Den Johann, ja? Das heißt eigentlich Michael Rau. Ja? Wir haben ihn, sage ich mal, als erster Zweitnamen Johann, ja? Weil ich Michael heiße, damit wir uns nicht überschneiden, ne? In Gesprächen. Diese Personen, sage ich mal, nutzen auch unsere Produkte. Ja? Haben auch die Fähigkeit, diese Produkte, sage ich mal, zu bedienen. Ja? Kennen sich sehr gut damit aus. Kann man sich eben auch dran wenden, wenn man, sage ich mal, die Karin, sage ich mal, kümmert sich, sage ich mal, um den weiblichen Bereich. Ne? Dafür wurde, sage ich mal, der Ladies Club, sage ich mal, kreiert. Der Johann eher für den süddeutschen Münchner Raum. Ne? Also eher so die Weizenregion, sagen wir mal. Ne? Wie gesagt, jeder von denen hat, sage ich mal, eine gewisse Dienstleistung. Ja. Die er anbietet. Ich habe gerade vom Thorsten, aber es sind mehrere Thorsten heute da. Nicht, dass du denkst, es ist immer der gleiche. Wir haben ja noch einen anderen Thorsten, der hat. Nee, der hat ein anderer Thorsten, der hat ein MyFXBook-Track von dir gefunden oder weiß nicht woher, den hat MyFXBook.com Members, IB Markets, wo er sagt, ob du mal was dazu sagen könntest. Das ist Ja, praktisch. natürlich. Ist da was schiefgelaufen? Nö, läuft alles nach oben eigentlich. Also sieht jetzt immer sehr stabil aus. Was, ich meine, die Kurshistorie ist jetzt noch nicht so lang, aber seit September läuft da wohl irgendwas. Registriert Juli, genau. Und da musst du mal gucken. Also da sagt er nur, ob du was dazu sagen könntest, was das wahrscheinlich ist. Die Frage hier aus dem. Sekunde. Ja. Genau, das ist es. So, das Wettbewerbskonten aus. Aus irgendwelchen Experimenten hier. Ne? So, die, jetzt muss ich aber kurz gucken, IB Manager. Weil, wie gesagt, der Phil und der Andy, die kümmern sich da drum. Vielleicht kann der Andy nachher auch was dazu erzählen. Das heißt, das sind, sag ich mal, nicht Übungs, sondern das sind, sag ich mal, Plattformen oder Systeme, die du dann praktisch bei gewissen Events oder, sag ich mal, zum Testen da aufgesetzt hast, um da sozusagen ihre Lauffähigkeit zu testen. Und die sind, wie man ja sieht, vollkommen automatisiert am Ende des Tages. Das sind, oh ja, aber Überwachte wahrscheinlich. Ne?
Man erwartet von uns immer, dass wir irgendwas zeigen oder irgend sowas, sage ich mal, das ist auch etwas, also was Irreales, ne? Weil ich, sage ich mal, in den ganzen MyX-Buch-Statistiken von sämtlichen Anbietern, sage ich mal, überall die Fiktion drin sehe, ne? Wir können gerne mal, wie gesagt, kann auch sein, dass hier Fehler drin sind und sowas, ne? Schauen wir uns das mal an, ja? Weil MyX-Buch ist ein freier Anbieter, ne? Und man muss eben wissen, der finanziert sich über Werbung und all so ein Zeugs. Ne? Deswegen ist aber erstmal gut, dass er das gemacht hat. Ne? Bietet uns die Möglichkeit. Bietet aber auch die Möglichkeit, sage ich mal, Vereinige zu betrügen. Ne? Wichtig ist eben, dass man eine offene Statistik, all diese Dinge sieht, ob die Trades da sind. Gibt es wirklich, sage ich mal, Differenzen? Ne? Drawdown. Ja, sicher, ist ein Drawdown entstanden. Ne? Wie gesagt, muss man auch zeigen. Ne? Ja, aber erstmal, das überhaupt zu reparieren, wie das Ding abgearbeitet worden, muss man, sage ich mal, im Einzelnen betrachten. Ne? Es kommt immer darauf an, sage ich mal, wie man vorgeht, wie groß das Konto ist. Das ganze Verhältnis muss einfach in allen Bereichen immer stimmen. Ne? Und da hast du dann, sag ich mal, den Weg gefunden, um praktisch jetzt mit deinen Schülern in Anführungszeichen da sozusagen die Weiterentwicklung zu gehen und euer Wissen dann auch weiterzugeben an der Stelle. Genau, richtig, exakt. Das heißt, etwas zu verändern im Finanzmarkt, ne? Es transparenter zu machen, ne? Das Geheimnis der Bankerlisten. Das ist aber ein sehr anspruchsvoller Ansatz hier an dieser Stelle. Ja, sag ich mal so, und die müssen sich mehr anstrengen, ne? Müssen sie mal anfangen, mehr zu arbeiten, ne? Ja. Mehr zu arbeiten. Ja, sag ich mal, das Einzige, was den Vorteil, den die haben, es kommt einfach immer nur mehr Geld hinterher. Ne? Sonst haben die eine relativ stündliche Vorgehensweise. Ne? Ich habe mir mal in der Vergangenheit einige von denen angeguckt, ne? Und ich bin eher schockiert, ne? Also welchen Leuten man, sage ich mal, das Geld anvertraut. Ne? Deswegen ist, sage ich mal, der Weg, sage ich mal, sich selber um das Geld zu kümmern, ne? Zum Beispiel hier so ein GFD-Konto oder irgendwas zu machen, ne? Oder ein Aktienkonto. Aber man sollte sich, sage ich mal, langsam anfangen, selber darum zu kümmern. Ja, ich glaube, das ist aber genau der Kreis, der sich hier auch natürlich einfindet bei solchen Live-Events. Wie gesagt, Klaus, nochmal Aufruf, du hast dich jetzt noch gar nicht mehr gemeldet. Ich meine, ich hoffe, du konntest da jetzt Mick nochmal folgen bei seinen Gedankengängen. Wie gesagt, das ist halt ein ganz eigener Ansatz und Mick hat da auch seine Regeln und seine Ansätze, wie er das sozusagen darbietet, beziehungsweise was sein Fokus ist. Und da ist es natürlich so, dass da jeder individuell natürlich seine Zielsetzung hat. Aber es ist natürlich auch so, dass Mick jetzt hier nicht herkam nach dem Motto, du handelst jetzt auflösende Dreiecke, ja, oder irgendwas in der Richtung. Gibt es ja auch hier, hatten wir im letzten Monat auch im Workshop mit Hamid, ja, dass er praktisch ein Formationstrader ist. Du achtest gar nicht auf Formation oder Charttechnik in dem Doch, Zusammenhang, doch. oder doch? Ja, aber eben einfach, sage ich mal, zu viel, sage ich mal, um alles, wenn ich, sag ich mal, alles erklären würde, was mein Auge erkennt, ja, dann wird das schwindelig werden. Und das ist genau das eben, was beim Phil genauso ist. Ne? Man muss überlegen, der guckt sich, sage ich mal, der macht nicht eine gesamte Interpretation von dem Chart, der sieht, sage ich mal, Dinge ohne Indikatoren oder irgendwas, weil die vorher schon mal drin waren. Das heißt, sag ich mal, man muss sich vorstellen, wie Folien, ne? Ich versuche das zu erforschen, sage ich mal, wie das funktioniert, ne? Dieses eidetische Gedächtnis. Ne? Sind es einfach mehrere Folien, die übereinander gelegt werden und der hat, sage ich mal, die Folie, der Moving Average, für dieses Muster abgespeichert, ne? Was konstant, sage ich mal, überall draufgelegt wird. Ne? Ja, Hast und du noch andere Dinge. eigentlich gerade, weil du sagst, mit, ich sag mal, Muster oder Erkennung, ich sag mal, die Volatilität ist ja jetzt zuletzt mal wieder angestiegen, dann aber wieder ein Stück weit rückläufig. Also wir hatten ja jetzt in diesem Jahr wirklich auch schwache Volatilitätszeiten. Also ich meine, klar, der DAX hat jetzt unlängst wieder ein bisschen was nach unten rausgespuckt, aber ich sag mal, es gab ja Tage, da hat sich selbst der DAX nur 40, 50 Punkte bewegt. Ist das da für dich ein Problem, zu agieren? Also brauchst du theoretisch ja auch Vola oder ist es etwas für dich, wo du einfach sagst, also da nimmst du Ja, das, was dir der Markt gibt. Aber ich sag mal, begrenzte Volatilität schränkt uns natürlich schon ein. die schwierigste Frage, die man mir immer stellt, wie viel Rendite macht euer ER? Ne? Das kann man eben anhand genau dieser Feststellung eben nicht sagen. Ne? Es gibt Tage, da werden 100 Punkte, werden 500, werden mal 1000 Punkte gemacht. Und wenn ich gut platziert bin, wird, sage ich mal, mehr Geld verdient, ne, als verloren. Ne? Wenn man natürlich, sage ich mal, die Sachen über Nacht hält und kann nicht reagieren, hat man ein Problem.
So, wir hatten gerade mal ganz kurz eben angesprochen gehabt, was Trendlinien, Kanäle, Dreiecke und sowas betrifft. Ja, oder Formation, genau, ob du auf sowas Wert legst sozusagen oder in der Ja, Richtung irgendwas hast. aber so, diese Formation, das brauche ich, sag ich mal, keine Linien mehr drauf zu machen. Das sehe ich mit dem Auge. Ne? Das heißt, damit alle das sehen jetzt, ne, muss ich die Linien reinmachen. Für mich war das, sage ich mal, schon real, was ihr nicht gesehen habt. Ne? Okay, an der Physik. So, das ist ein Dreieck. Wir können aus diesem Dreieck zwar was sehen, aber nicht 100%, nur eine Wahrscheinlichkeit. Reicht uns dieses Dreieck aus? Sehr wahrscheinlich nicht. Dieses Dreieck reicht uns aus, um, sage ich mal, die ersten Punkte zu ermitteln. Ja? Das heißt, hier oben, diesen Punkt, den wird er erreichen, sehr wahrscheinlich. Ja? Weil, ob der den jetzt hier erreicht oder etwas später in der Zukunft, weil das ist eine Dreipunktfunktion hier. Ja? Das heißt, hier ist der dritte Punkt. Ich mache da mal blaue Kästchen rein. Ach, ich habe schon lange keine Chance. Ihr seht, sage ich mal, es ist ein mühseliges Geschäft. Ja? So, ach, da haben wir schon den dritten Punkt. Okay. Da ist er verkürzt gekommen. Ja. Sehr wahrscheinlich wird er irgendwo in der Zukunft hier unten den dritten Punkt machen. Das heißt, er baut diesen Kanal immer spitzer zusammen. Ja. Also hier hinten irgendwo in der Zukunft. Ne. Und irgendwann ist das Ding, sag ich mal, so spitz, dass das Ding ausbricht. Er kann es aber aus dieser Perspektive jetzt jederzeit tun, weil. Das ist so eine typische amerikanische Breakout-Situation. Bei Aktien geht man hin normalerweise bei der Markteröffnung, wenn ein Gap entsteht, diese Formation steigt dort oben in dieser Range ein. Das ist meistens so diese Gap-Eröffnung hier, dieser lange Balken. Ne? So, und wenn der diese Range hat, dort hier, wo die orangen-gelben Linien sind, in dieser Range, da ausbricht nach oben, ne? Dann macht er eben nochmal einen Satz um X%. Ne? Sind damals, sage ich mal, so komische, die ganzen Trader da aus den USA, mit einer einzelnen Strategie, mit einem einzelnen Vorgehensweise, haben viel Geld verdient. Ne? Hat eine Zeit lang funktioniert, aber irgendwann, sage ich mal, hat sich, sage ich mal, das so stark verbreitet, ne, sagt man, ne, dass alle das Gleiche benutzt haben und dann geht es nicht mehr. Das ist aber auch Quatsch. Ne? Nein, das ist ja eh, ich meine, klar, da muss man ganz kurz sagen, vielleicht ein bisschen auszuholen. Es gab ja immer unterschiedliche Zeiten, ne? Also ich sag mal, gewisse Strategien oder Händler, die jetzt, sag ich mal, in den 80er, 90ern da sehr erfolgreich waren, ob sie es heute noch wären, muss man mal sehen. Gerade eben irgendwie auch den computerunterstützten Handel, der jetzt einen riesigen Einfluss hat. Die Zeiten ändern sich, ja. Und dass man natürlich mit einem System dauerhaft Geld verdient, ist auch eher unwahrscheinlich. Da haben wir bei JFD übrigens auch eine Basket-Strategie, unsere eigene Vermögensverwandlung, Verwaltung, jetzt haben wir es Verwaltung. Und da handeln beispielsweise mehr als 10 verschiedene Setups gleichzeitig auf einen Account. Das heißt, sowohl Trendfolge als auch Counter, also gegen den Trend, als auch, sage ich mal, pyramidisierend im Positiven. Das heißt, viele Setups greifen da ineinander und so hat man auch eine gewisse, einen gewissen Ausgleich am Ende des Tages, um eben sich hier nicht nur einer Strategie hinzugeben. Ja? Und ich meine, du mit dem Hedge-Modus oder Schrägstrich jetzt mit dem Fehlausbruch in dem Dreieck hier in dem symmetrischen, hast du ja da auch an deine Ansätze und nimmst das Ping-Pong hier auf der rechten wie linken Seite mit. Aber das ist eben auch schon ein sehr aggressiver Intraday-Handel und eben auch nicht für jedermanns Sache. Ne? Die Frage zum Beispiel, Thorsten schießt gerade, wieso hast du jetzt gekauft? Weil du denkst, der geht von unten nach oben oder ist es mehr intuitiv? Ja, das ist dieses Dreieck. Das heißt, bevor man gar nichts tut, kann, sage ich mal, wir können natürlich abwarten, das Ding ja ausbricht. Wenn das hier oben drüber ist, können wir eine Position reinlegen und einen Trade machen. Aber so viel Zeit haben wir ja nicht. Sagt, verhungert mal einen langen Arm, sage ich immer. Wenn man weiß, dass, sage ich mal, der Ausbruch irgendwann in der Zukunft hier ist und sehr wahrscheinlich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit nach oben geht, können wir die ganze Zeit theoretisch immer long rein, long raus, long rein, long raus, ne? Bis der Punkt erreicht ist. Wenn wir sehen, dass er einen Ausbruch macht, setzen wir oben einen drauf, nehmen wir einen etwas größeren Gewinn für einen kurzen, fetten Scalp mit, ne? Und gehen, sage ich mal, als Gewinner raus. Und da muss man normalerweise, wenn man das Konto groß genug ist, an dem Tag nicht mehr arbeiten. Das ist eben der Wunsch, ne? Aber das ist, sage ich mal, ein so brutales Traden, ne? Das macht man nicht nebenbei, das kann man nur hauptberuflich machen. Hältst du dann eigentlich, sag ich mal, im Ausnahmefall dann eben auch über Nacht per Hedge oder ist es eher so, dass du besser schläfst, wenn du am Ende den Rechner ausmachst, runterfährst und dann sagst, okay?
Erstmal am Anfang das Thema gehabt, dass ich fast nicht schlafe. Ne? Ja, die Frage war, ob ihr fit genug seid. Das war richtig. Sonntag Arbeitsbeginn, Sonntag 23 Uhr bis Freitag 23 Uhr. Natürlich nicht an einem Stück. Das heißt, es gibt Abwechslung. Ne? Das heißt, deswegen sind wir ja mehrere. Ne? Sag ich mal, die alle, sage ich mal, fit sind. So fit, sage ich mal, dass das Vertrauen 100% ist. Ne? Also einer sitzt immer vor den Maschinen. Ne? Ist aber keine Garantie, sage ich mal, dass irgendwas passiert am Markt, dass irgendwas ausflippt oder sowas. Ne? Abends mal greift man einfach, sage ich mal, in die falsche Richtung. Ne? Das kann mal passieren. Ne? Es kann auch mal sein, dass es, sage ich mal, technologische Besonderheiten gibt, ne? Wie so Spread-Erweiterungen über die Feiertage oder irgend sowas. Wenn die letzten Tage hatten, also die letzte Woche war das sehr intensiv, wo in den USA, das ist auch, sage ich mal, eine ganz neue Bedingung. Ne? Die sehe ich auch, sage ich mal, dieses Jahr zum ersten Mal. Ne? Zum Beispiel auch so einige Dinge, sage ich mal, bei den Algorithmen hat er sich vergriffen. Ne? Er konnte er einfach nicht mehr packen, aus irgendwelchen Gründen, wegen dieser komischen Erweiterung. Ne? Wie gesagt, aber ist keine Sache, die liegt jetzt nicht an GFD oder sowas, nicht, dass man das wieder falsch versteht. Ne? Es kommt immer wieder der Sichtwinkel an. Ne? Das ist einfach am Markt, wird irgendwas wegen wenig Liquidität entsteht sowas wie hier mit dem, schon mit den Bitcoins. Ja? Dann haben Sie einen Bitcoin hier oben. So ein Spread, der steht ja die ganze Zeit hier oben, ist ja eingeschlafen. So kann man nicht handeln. In der Zeit, sag ich mal, ist der Euro ist die ganze Zeit am Arbeiten. Ja. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, das sind ja auch unterschiedliche Welten, muss man da ganz klar sagen. Genauso ist es. Genauso ist es. Okay, jetzt gehen wir nochmal in die Fragerunde, Mick. Du hast ja wirklich relativ lange geredet, beziehungsweise Genau. eigentlich fast durchgehend. Ich hoffe, du hast heute Nachmittag noch eine Stimme. Phil haben wir jetzt ein bisschen zurückgehalten an der Stelle. Phil, du bist gerne auch aufgerufen, heute Nachmittag noch ein Stück weit einzugreifen. Aber heute war so ein bisschen auch die philosophische Reise von Phil hier angesagt. Neben dem eben, dass der Handelsstil auch sicherlich nicht für jeden so nachvollziehbar ist. Ja, ich meine, wenn du hier siehst im 1-Minuten-Chart die vielen Openings und Closings und das ist, wie gesagt, eine sehr eigene Art. Aber darum geht es ja auch beim Live-Event, dass wir eben mal gucken, wie der ein oder andere hier sozusagen vorgeht. Und Mick hat da sicherlich einen sehr, sag ich mal, speziellen Typus eben auch im Sinne des hochaggressiven Handels, beziehungsweise durch den Stereotrader eben auch gestützt, die sag ich mal, algorithmische oder, sag ich mal, robotisierte Vorgehensweise, die dir da auch viel, viel abnimmt in Sachen Order Close und Opening. Das ist ja was, was du manuell jetzt hier überhaupt nicht mehr steuerst, sondern du schaltest es sozusagen den EA ein und aus und lässt es dann laufen an der Stelle. Ich würde sagen, nochmal ein kurzer Aufruf in die Runde, ob hier noch Fragen bestehen für den einen oder anderen Teilnehmer. Wie gesagt, feel free. 14, 15 wollen wir dann heute weitermachen. Dann schauen wir uns mal den US-Markt an, beziehungsweise was bis dato gegangen ist. Ob hier zum Beispiel der DAX, ich meine, jetzt läuft er ja auf die Spitze vom symmetrischen Dreieck zu, irgendwo dürfte es ja hingehen. Hast du hier vielleicht nochmal zum Abschluss nochmal eine Präferenz, ob du oder wagst du hier überhaupt eine Aussage nach dem Motto, der kann nach oben oder Natürlich. unten rausgehen? Hast du da ein Chris, Gefühl? ich bitte darum, dass die Leute Fragen stellen sollen. Also ich mache da kein Geheimnis drumherum. Das ist, sage ich mal, der Handel ist eh schon schwer genug. Ich habe in der Vergangenheit eben probiert, den Leuten zu sagen, wann und wo sie kaufen können. Ja, sie haben doch immer was anderes getan. Deswegen stellt so viele Fragen, wie es geht. Ne? Nur so kann man besser werden. Es geht auch um die kommunale Intelligenz. Dass die Menschen anfangen, sag ich mal, zusammenzuarbeiten, sich zu verbinden und gemeinsam ein Sentiment zu schaffen, eine Entscheidung, nicht sich gegenseitig anzufeinden. Ne? Der Finanzmarkt, nur weil man es gesagt hat, dass er ein Schlachtfeld ist in irgendwelchen amerikanischen Filmen. Ne? Das ist Quatsch. Ne? Man muss mal reell rangehen an die ganzen Sachen. Ne? Einfach mal Fragen stellen. Frag mich alles, was geht. Frag den Phil. Ne? Frag noch Löcher in den Bauch. Ne? Der Phil, jeder von uns, sage ich mal, ist bereit, sage ich mal, Frage-Antworten, sage ich mal, vernünftige Antworten zu geben. Ja, wie gesagt, also hier wird teilweise schon guten Appetit gewünscht. Die Leute sind wahrscheinlich auch schon hungrig. Herrscht aber mittlerweile ein bisschen Ruhe im Chat. Das ist auch, wie gesagt, die müssen jetzt, man muss wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen setzen lassen, was du sozusagen hier dargestellt hast. Das war, wie gesagt, für den einen oder anderen so nicht nachvollziehbar oder auch nicht nach dem Lehrbuch hier sozusagen skizzierbar.
wie du vorgehst, wie du da handelst. Aber wie gesagt, das ist ja, die Individuen sind ja sowohl natürlich menschlicher Seite, aber auch Händler stilisch gesehen sehr, sehr individuell und unterschiedlich. Und es ist ja auch mal interessant, da eben einen ganz anderen Charakter zu fahren. Deswegen würde ich sagen, also Fragen als solches, nochmal Aufruf, gab es aber bis dato keine. Eben nur vorhin die Frage, warum du kaufst oder verkauft hast, beziehungsweise aus dem Lehrbuch heraus. Und Hans schreibt auch gerade, der Bitcoin scheint hier auf irgendeiner Plattform auch schon die 10.000 überwunden zu haben. Soweit ich das bei uns sehe, noch nicht. Aber wie gesagt, da gibt es auch, das ist genau das mit dem unregulierten Markt, wo wir vorhin hatten. Das ist der Bitcoin in den Euro, der ist eh, sage ich mal, ein Stück weit tiefer sortiert. Man muss aber ganz klar sagen, der Markt ist dahingehend halt auch wirklich tricky, weil man ja auch eindeutig feststellen muss, verschiedene Börsen, verschiedene, also es gibt ja da keinen zentralen Pool oder keinen zentralen Handelsplatz, was die Bitcoins eben sehr, sehr intransparent machen. Das ist schwierig. Aber es kommen ja doch ein paar Punkte. Also die Yvonne zum Beispiel hat auch nicht verstanden, warum man den EA braucht, wenn man trotzdem davor sitzen muss. Frage an der Stelle. Handelsstrategie, wie gesagt, auch nicht ganz durchschaubar. Wie gesagt, die Teilnehmer sind ja hier ein bisschen zwiegespalten, sage ich mal an der Stelle. Passt. Okay, wir gehen auf exakt ein. Okay, ich hatte am Anfang Moving Average angesprochen. Ne? So, das heißt, wir haben erstmal gerade hier ganz kurz dieses Dreieck besprochen, wo ich gesagt habe, dass man in diesem Kanal nach Gefühl, ne? Das kann man ruhig nach Gefühl machen. Ne? Da unten so die Berührungspunkte, weil es sind immer Bewegungen da drin. So eine Maschine arbeitet, sage ich mal, jetzt hier, das, was ich benutze, automatisch im Hintergrund im Mikroskalping. Das heißt, der haut hier rein, haut hier raus. Wenn ich, sage ich mal, noch kluge Entscheidungen dazu treffe, ich kann das Ding jetzt gleich ausschalten, ja, wenn es positiv verkauft ist, sage ich mal, oder müsste mir noch direkt verkaufen, haben immer noch, sage ich mal, Dings. Ne? Nur eben, lass mal einfach mal laufen, würde ich sagen, für eine Mittagspause. Verkaufen nachher und gehen nachher, sage ich mal, auf die Moving Average nochmal deutlich ein. Ich muss aber dafür entschuldigen, dass ich abends nochmal Themen eben überspringe, ne, von Gott und der Jawohl. Welt spreche. Wie gesagt, Aber Gottes Willen. ja. Das ist ja individuell. Wie gesagt, und ich sage mal, die Stile oder die Erklärungen sind ja, wie gesagt, auch jedem seine Expertise, ja. Und das ist natürlich auch immer sehr individuell. Das kann man natürlich ganz klar auch hier unterstreichen. Und den Algo willst du jetzt sozusagen laufen lassen bis heute Nachmittag, dass wir dann mal sehen, was produziert wird. Also ohne, dass du den jetzt überwachst, oder wie darf ich das verstehen? Sag ich mal, wir sitzen davor, sage ich mal, hast ja eben gesehen, kann sich aufhängen. Ne? Wie gesagt, es ist jetzt ein Demokonto, können wir natürlich einfach so laufen lassen, blind. Ne? Tut jetzt nicht weh. Ne? Aber würdest du so nicht tun im Endeffekt? Also jetzt auf dich bezogen real. Da das Ganze, sage ich mal, eine vernünftige Qualität bekommen soll hier, sage ich mal, dieses Webinar, ne, kümmere ich mich natürlich darum. Ne? Also wir lassen das nicht jetzt mal blindlings idiotisch laufen oder sowas. Ne? Naja, So, okay, eben das. dann Aber lassen wir das ich doch. habe ich handle ab sofort nicht mehr rein. Ja, das macht er jetzt automatisch. Ja. Ich habe ihn gerade eben nur ein paar Mal unterstützt, um dann mal so eine Hedge-Position zu erzwingen, auf der Hälfte vom Ganzen diesen gleichen Wert reinzukaufen, um die Strecke nach oben abzuverkaufen. Wenn das nicht passiert, bei der Bewegung nach unten den Teil aufzulösen, das gleiche in der Hälfte vom Ganzen Rücklauf durchzuführen, ne, und wieder auf den Punkt Null zu sein. Ne. Das, was wir eben erreicht haben bei 20.000 und 20.006, 6,09 € oder sowas war das. Ne. Der Umgang einfach nur mit den schwierigen Positionen, das Kaufen, das wird jeder können. Ne? Eine Ja- oder Nein-Entscheidung. Ne? Sieht jeder, sage ich mal, wo es Long oder Short geht. Ne? Nur was tut man eben, wenn man doch mal die falsche Entscheidung getroffen hat. Ne? Da gibt es, wie gesagt, ja die Versicherung in Sachen Stop-Loss, aber das ist eben etwas, was du dann eben anders managst. Aber da würde ich sagen, lass uns das am Nachmittag nochmal auswerten. Sehr gern. Dahingehend der Aufruf für alle, die dann nochmal nach Aufklärung rufen. Überlegt euch Fragen, wie gesagt, der Michael, der ist hier da, um eben auch euch da durchaus hier die ein oder andere Tür zu öffnen oder eben auch zu seinen Gedanken oder an seinen Gedanken teilhaben zu lassen. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann heute Nachmittag nochmal vorm US-Opening sehen. Schauen wir mal, was dann geht, so volatilitätstechnisch. Wir haben ja am Nachmittag, du hast es ja vorhin auch schon gezeigt, einiges an News, einiges an Reden. Man darf erwarten, dass die Volatilität da ein bisschen anzieht. Wollen wir uns da mal überraschen lassen. Aber dann sage ich erstmal danke für den Ausflug an dieser Stelle an Mick und Phil. Wie gesagt, heute Nachmittag noch ein bisschen mehr gern auch von deiner Seite.
dass wir uns da einfach auch mal anschauen, was du so treibst. Aber im Grunde genommen, jetzt habe ich auch schon leicht trockenen Hals. Würde ich aber sagen, danke, Mick, für die Zeit, die du uns bis jetzt eingeräumt hast. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle erstmal eine sehr schöne Mahlzeit. Bleibt nicht zu sehr am Rechner kleben, ja. Gönnt euch da auch mal eine Pause, damit wir heute Nachmittag dann nochmal frohen Mutes und voller Dynamik nochmal neu angreifen. Und wie gesagt, der Link ist derselbe, liebe Leute. Einfach nochmal draufklicken. Heute Nachmittag 14:15 geht's los. Jetzt gibst du mir gerade den Bild schon wieder. Was sagst du? Warst du schon ausgeschaltet, Mick? Oder bist du schon raus aus dem Ganzen? Nee, Entschuldigung, ich habe das gerade nicht mitbekommen. Nee, also ich bedanke mich auch schon mal an alle. Ich freue mich auch schon auf heute Nachmittag. Klar, so machen wir Und das. So fahren wir ab. genau. Wenn noch Fragen sind, notiert sie. Und jetzt das Schlusswort noch dir, Mick. Und dann können wir auf jeden Fall in die vorzeitige Mittagspause gehen. Genau, schreibt ruhig Fragen auf. Wir können die ja alle gerne durchgehen. Stellt alle Fragen, die ihr wollt. Das heißt, wir gucken uns jetzt in der Zeit schon mal ein paar Programmierkurse an. Das ist kurz nochmal ein Blick hier drauf, wenn ihr noch drauf seid. Ne, sowas hier, so sieht ein Quellcode, sage ich Dein mal, Bildschirm ist aber linear. gerade nicht zu sehen, Mick. Dein Bildschirm ist gerade nicht zu sehen. Den hast du, glaube ich, Ach so. Ey, Moment. den hast du gerade gecuttet, glaube ich, im Zuge der Abmoderation, so kann man es ja fast sagen, ist der Bildschirm dahingegangen. Hier ist noch ein älteres Bild von mir zu sehen, nach dem Motto IPD für Trading-Einblicke. Sozusagen nur der Screenshot. Wenn ich mich jetzt wieder zum Moderator nenne, dann hätte ich mein Bild, was jetzt nicht unbedingt das Problem ist, aber. Ist erstmal nicht so schlimm. Machen wir einfach nachher wieder. Ne? Ich wollte mir jetzt eher erstmal Pause machen, würde ich sagen. Ne? Kein Problem, genauso können wir abfahren. Das können wir auf jeden Fall machen. Da würde ich auf jeden Fall sagen, liebe Leute, danke an der Stelle fürs Dabeisein. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich mich zum Moderator ernenne. Genau, dann kommt der Bildschirm zu mir, damit wir das auch nochmal haben. So, jetzt haben wir es. Müsste jetzt gleich die Übertragung sein. Das ist hier nochmal der MyFacebook-Screenshot. Genau, jetzt haben wir es. Gut, liebe Leute, dann sage ich erstmal danke fürs Dabeisein auf jeden Fall. Kommt heute Nachmittag rein, notiert es nochmal alle Fragen, die ihr habt. Mick, Phil, vielen Dank für eure Zeit und wir hören uns dann in einigen Stunden wieder. Und bis dahin, fette Beute, wie es so schön heißt, und auf bald, okay, Jungs? Vielen Dank erstmal. Danke euch. Bis später. Danke, bis Ciao. später. Tschüss.